Sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, ich finde, das ist heute eine Diskussion, die mitten reinpasst in die spannende Umgebung. Wir haben jetzt einen Hintergrund, wo genau diese Fragen, die wir heute diskutieren, extrem hochkochen in der Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel in Berlin jetzt das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen, wo gefordert wird, dass große Wohnungsgesellschaften verstaatlicht werden, letztlich mit der Begründung, dass sie, weil sie zu reich Unternehmen sind, der Gemeinschaft schaden. Zugleich erleben wir hier in Berlin ja auch die Demos, die Schülerstreiks, Fridays for Future. Und neben anderen Forderungen wird da ja auch ein radikaler Konsumverzicht gefordert. Ich habe auch Plakate gesehen, Kapitalismus ist das Problem. Und ein Teil der Politik hat ja auch diese Demos umarmt, regelrecht. Man kann also sagen, diese Forderungen sind gerade sehr en vogue. Auf der anderen Seite wissen wir ja, die Konjunktur hat sich ganz schön abgekühlt in letzter Zeit, wenn man so zur Hannover Messe gehorcht hat. Die Daten sind seit einiger Zeit schlecht und das erinnert uns daran, dass ja letztlich Deutschland, das einen großen Sozialstaat hat, wo viel umverteilt wird, darauf angewiesen ist, dass diese Wachstums- und Wohlstandsmaschine Wirtschaft läuft. Und da gibt es einige beunruhigende Signale, die vielleicht genau das, was teilweise auf den Friday for Futures Demos gefordert wird, nämlich weniger Wachstum, am Ende wahr werden lassen, aber nicht auf eine Weise, die wir uns das wünschen. Jedenfalls steht Reichtum immer im Mittelpunkt. Der Markt, Kapitalismus und unsere beiden Kontrahenten, die heute Abend hier sind, die haben sehr dezidierte Meinungen dazu. Ich könnte mir ehrlich gesagt für die Diskussion keine geeigneteren Kontrahenten vorstellen, eben weil sie so ausgesprochen sind und klar in ihrer Positionierung. Und deshalb bin ich sehr froh, dass der Luksic diese beiden Kontrahenten gewinnen konnte für heute Abend. Ich werde jetzt ganz kurz nochmal Herrn Dr. Dr. Zittelmann und Herrn Professor Neuhäuser vorstellen. Dann wird jeder von Ihnen so einen kurzen Impulsvortrag halten, eine Präsentation seiner Kernbotschaften. Ja, und dann lassen wir die beiden aufeinander los. Am Ende sind dann auch noch Fragen aus der Gemeinschaft zugelassen. Ja. Professor Zittelmann, Herr Dr. Dr. Zittelmann, wenn man sozusagen Ihr Denken auf den Punkt bringen könnte, dann würde man vielleicht sagen, es besteht darin, ich bin reich und das ist auch gut so, und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die Gesellschaft. Sie sind ja nicht als Reicher geboren, Sie stammen aus Frankfurt, einer Stadt der großen Dichter, aber Sie sind nicht als Millionär, Multimillionär auf die Welt gekommen. Und eigentlich haben Sie auch zuerst was anderes gemacht. Sie sind studierter Historiker und Soziologe. Sie haben promoviert mit einer Dissertation über Adolf Hitler und sein Selbstverständnis als Revolutionär. Also Sie arbeiten daraus, dass er nicht nur der Nationalist war, sondern auch ein Sozialrevolutionär, zumindest sich so verstanden hat. Dann haben Sie als Verleger gearbeitet, als Journalist, streitbarer Journalist, manche sagen auch unbequemer Journalist. Und dann erst so zum Jahr 2000 haben Sie sich entschieden, Unternehmer zu werden, waren Gründer einer PR-Agentur und sind dann ins Immobilienbusiness gegangen, haben ja, Immobilien aufgekauft und sind damit nach eigener Aussage Multimillionär geworden. Sie sind aber auch immer dem Schreiben treu geblieben und haben mittlerweile über 20 Bücher verfasst. Und die letzten drei Bücher beschäftigen sich unter anderem mit einer Verteidigung des Kapitalismus. Der Kapitalismus nicht das Problem, sondern die Lösung. Genau, hier. Ja. Sie haben ein Buch über die Psychologie der Superreichen verfasst. Und Ihr jüngstes Werk, das ist eine soziologische Untersuchung, die Sie gemacht haben, basierend auf einer Studie über die Wahrnehmung der Superreichen und der Reichen überhaupt in der Gesellschaft. Die Gesellschaft und ihre Reichen. Professor Neuhäuser, Ihr Motto könnte man vielleicht so formulieren: Ich bin wohlhabend als Universitätsprofessor, aber nicht reich. Und das ist auch besser so für die Welt und auch für mich. Ja. Da muss das nochmal. Sie haben Philosophie, Soziologie und Sinologie studiert in Berlin, in Göttingen und in Hongkong. Und Ihre Dissertation war zum Thema Unternehmen als moralische Akteure. Sie haben sich auch beschäftigt mit Konsum als sozusagen Status
Symbol oder die Funktion von Konsum in unserer Gesellschaft. Und jetzt sind Sie Professor für praktische Philosophie an der TU Dortmund. Ihr jüngstes Buch, was in den Feuilletons sehr wohlwollend besprochen wurde, trägt den Titel Reichtum als moralisches Problem. Und wenn ich es so auf den Punkt bringen kann, lautet das Fazit, dass Reichtum, vor allen Dingen extremer Reichtum, Menschen die Würde raubt und dass es im Grunde dann konsequent ist, zum Schutz der Gesellschaft diesen Reichtum zu verbieten und abzuschaffen. Also wir könnten uns keine weiter auseinanderliegenden Positionen vorstellen. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Präsentation. Vielleicht so 5 bis 10 Minuten. Zeit ist ja unter 10 Minuten. Zeit ist unser knappstes Gut. Und ja, und dann wollen wir hören, wie wir da eine Synthese ausfinden oder Kaiser. Ja, funktioniert das Mikro? Jetzt kann man mich hören. Ja? Super, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und unseren kleinen Schaukampf miterleben und vielleicht auch mitgestalten. Ich habe, ich ganz ehrlich sagen soll, überlegt, ob ich kommen soll. Ich bin halt Philosoph an der Universität, verstecke mich die meiste Zeit im Elfenbeinturm und habe mich gefragt, ob ich mich mal in die politische Arena begeben sollte oder nicht. Der heutige Abend entscheidet, ob das für den Rest meines Lebens das jetzt, was ich als gute Idee begreife oder eher nicht. Und wie ich dann auch meinen Kolleginnen gegenüber kommuniziere, was das angeht. Also seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst. Ich will ganz kurz meine Position darstellen. Vorweg möchte ich sagen, die Position, die ich vertrete, ist überhaupt gar keine neue Position, sondern eine sehr alte Position. Und ein Autor, der für mich eine ganz wichtige Rolle spielt, ist vielleicht einigen auch bekannt. Und einigen wird es vielleicht auch nicht gefallen, dass ich den jetzt nenne, aber alles, was ich in dem Buch schreibe, hat im Grunde in einer anderen Art und Weise für eine andere Zeit John Stuart Mill, der erzliberale John Stuart Mill, auch schon geschrieben. Also die Position, die ich vertrete, ist eine sozialliberale Position, wie sie von John Stuart Mill vertreten worden ist. Und wie sieht diese Position aus? Die Idee ist zu sagen, dass Reichtum ab einem gewissen Punkt zu einem moralischen Problem werden kann und es tatsächlich sein kann, dass einige zu viel haben und wenn sich das herausstellt, man das auch verbieten muss. Das ist richtig, das ist genau die Position, die Mill auch hatte. Und der Grund dafür ist, dass soziale Ungleichheit für eine Gesellschaft schädigend ist. Aus zwei Gründen, auf die ich gleich kommen werde, ist es so, das eine ist eher ein realpolitischer, verantwortungspolitischer Grund, das führt zu der Zersetzung der Gesellschaft. Und der zweite ist ein gerechtigkeitstheoretischer Grund, das führt zu massiver Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Wenn man das glaubt, dass zu große soziale Ungleichheit diese beiden Probleme mit sich bringt, dann reicht es nicht, alleine auf Armut zu schauen. Denn wenn wir nur auf Armut schauen, dann nimmt diese soziale Ungleichheit nicht notwendigermaßen ab. Woran liegt das? Naja, soziale Ungleichheit wird über den Medien gemessen. Das kann sein, dass die Armen alle über die Armutsschwelle gehoben werden, aber der Abstand zu den Reichen tatsächlich immer weiter wächst. Ja, das ist einfach statistisch möglich. Bevor ich zu den beiden tatsächlichen Problemen komme, möchte ich sagen, dass ich zwei Positionen für solche halte, die die eigentlichen Probleme verkennen. Und das ist auf der linken Seite, links, da auf der linken Seite, eher die Position zu sagen, also auf die Reichen als Personen zu fokussieren und zu sagen, nein, die sind gierig. Das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass es diese gierigen Menschen gibt, die reich werden, die sich entsolidarisieren mit dem Rest der Gesellschaft, die keine Sozialcourage mehr haben und so etwas. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Es gibt auch Bücher, die sozusagen das so formulieren. Und dann gibt es von sozusagen der stärker marktliberalen und in dem Sinne konservativen Seite den Vorwurf, dass diejenigen, die nicht reich sind, eben neidisch sind auf die Reichen. Und es so ist, dass eben dieser Neid der Nichtreichen das eigentliche Problem darstellt. Ich glaube auch, dass auch das nicht stimmt. Übrigens muss ich das leicht korrigieren. Als ich das Buch geschrieben habe, war ich noch Juniorprofessor, da war ich meinem eigenen Verständnis nach nicht reich.
jetzt bin ich Universitätsprofessor und meine Frau verdient auch viel Geld und wir haben keine Kinder und ich glaube, dass wir zusammen durchaus in den Bereich dessen geraten, was ich Reichtum nennen würde, ob das schon schädlicher Reichtum ist oder nicht, das ist etwas, was wir diskutieren müssen. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, dass die Fokussierung auf die Gier einzelner Menschen und die Fokussierung auf den Neid anderer einzelner Menschen das Problem verkennt. Ich halte das für einen Scheindiskurs, letztlich auch für ideologisch und populistisch. Das eigentliche Problem besteht meiner Meinung nach in einer gesamtgesellschaftlich strukturellen Reichtumsorientierung, die zu sowas wie mit einer Winner-Takes-it-all-Economy geführt hat und die dazu führt, dass sehr, sehr viele Menschen abgehängt werden und zumindest das Gefühl haben, abgehängt zu werden, meiner Meinung nach zu Recht. Und das ist das, was ich jetzt in den Mittelpunkt stellen möchte, weil das den Effekt hat, dass es große Legitimationsprobleme gibt in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, diese Legitimationsprobleme werden noch massiv zunehmen. Und dass es auch darüber hinaus massive Gerechtigkeitsprobleme gibt und die auch zunehmen werden. Die Legitimationsprobleme ist vielleicht etwas, was ich in den Vordergrund stellen möchte, weil es etwas ist, was auch die Politik insbesondere angehen sollte, wenn sie sich als Politiker oder Politikerin oder solche, die nah am politischen Geschäft dran sind, irgendwie im Sinne von Max Weber als verantwortungsbewusste Politikerin verstehen. Dann ist es die erste Aufgabe der Politikerin, dafür zu sorgen, die Legitimität des politischen Systems aufrechtzuerhalten, wenn sie der Meinung sind, dass eine liberale Demokratie dasjenige ist, was auch in Zukunft in Deutschland weiter bestehen sollte. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das grundsätzlich in Gefahr ist. So wie wir es in anderen Ländern in Europa, so wie wir es in den USA schon sehen. Das ist also keine Spaßfrage, sondern es geht gewissermaßen ans Eingemachte. Und ich denke, dass es tatsächlich so ist, dass es eine zunehmend große Zahl von Menschen gibt, die ihren Legitimitätsglauben an das gegenwärtige politische System verloren haben und dass der Grund dafür ist, dass sie sich ausgegrenzt sehen und von sozusagen den gesellschaftlichen Institutionen erniedrigt sehen. Und das hat nicht nur, aber auch eine ökonomische Dimension, weil sie sich nicht mehr als gleichberechtigte Teilnehmerin am ökonomischen Kooperationssystem verstehen und verstehen können. Und weil es so ist, dass sie zunehmend erfahren, dass es keine gemeinsam geteilte Lebenswelt mehr gibt, wenn sich die Wohnsituation, was ja schon angesprochen wurde, in Berlin anschauen und sehen, wie verschiedene gesellschaftliche Schichten wohnen und wie das sozusagen gleichzeitig in denselben Straßenzügen stattfindet, dann ist das ein ganz starkes Indiz dafür, dass diese geteilte Lebenswelt verloren geht. Und das ist etwas, was den Legitimitätsglauben sehr, sehr vieler Menschen erodieren lässt und je stärker das zunimmt. Und wir haben alle Anlass zu glauben, dass das zunehmen wird. Da hatte Thomas Piketty uns sehr eindrücklich darauf hingewiesen, weil sozusagen die Renditerate höher ist als das Wirtschaftswachstum. Also der Gesamtkuchen der ökonomischen Welt immer größer. Aber der Teil derjenigen, die Kapital besitzen, an dem immer größeren werdenden Kuchen, wird auch immer größer. Ja, das ist die große Lektion von Piketty. Und das heißt, dass die Lebenswelten auch immer stärker auseinanderdriften werden. Und das führt zu einer Erosion des Legitimitätsglaubens. Der zweite Punkt ist die Gerechtigkeitsfrage. Da ist es natürlich gerade auf politischer Ebene schnell so, dass wir mit den Problemen konfrontiert sind, dass es ganz verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen gibt. Ja, jede Partei hat ihre eigene und jedes Parteimitglied innerhalb der Partei hat auch noch mal eine eigene Gerechtigkeitsvorstellung. Wenn ich als reiner Philosoph spreche im Elfenbeinturm, finde ich das total lustig, weil es dann so ist, dass wir ganz viele Theorien haben, mit denen wir arbeiten können. Es gibt viele Bücher und als Philosophen lesen wir natürlich viele Bücher, aber für praktische Politik ist das ein Riesenproblem. Es gibt diesen, wie John Rawls es ausgedrückt hat, vernünftigen Pluralismus in Bezug auf die Frage, was gerecht ist. Und das stimmt auch, aber ich glaube, es gibt auch einen Minimalkonsens. Und der Minimalkonsens lautet, dass gesellschaftliche Strukturen auf jeden Fall dann ungerecht sind, wenn sie zu der massiven Schädigung einiger Gesellschaftsmitglieder führen. Ich hoffe einfach, dass jeder hier im Raum und jede hier im Raum das teilt. Die Frage ist dann also, ist es so, dass die Art und Weise, wie Reichtum in unserer Gesellschaft verteilt ist, dazu führt, dass einigen Gesellschaftsmitgliedern massiv geschädigt wird.
Und meine Antwort ist ja, das ist klarerweise der Fall, nämlich in zwei Hinsichten. Einmal ist es so, dass grundlegende Rechte bestimmter Gesellschaftsmitglieder dadurch nicht mehr gewährleistet sind. Und zweitens ist es so, dass die Chancengleichheit nicht mehr gewährleistet ist. Es geht also noch nicht mal um Umverteilung im klassischen Sinne, sondern es geht um viel grundlegendere Gerechtigkeitsfragen, nämlich Grundrechte und Chancengleichheit. Warum ist es so, dass die Grundrechte in Gefahr sind? Naja, wir sehen, dass die gleiche politische Teilhabe aller Gesellschaftsmitglieder durch die Verteilung von Reichtum abnimmt. Und sozusagen die Kontrastfolie, vor der wir das sehen, ist klarerweise die USA. Wir sehen, dass im Abgeordnetenhaus in den USA es niemanden mehr gibt, der selbst nicht Millionär ist. Milliardär nicht. Soweit ist es noch nicht, es kommt noch. Aber selbst Millionär ist. Das heißt, die Repräsentanz der Gesamtbevölkerung wird sozioökonomisch betrachtet von einer sehr spezifischen Gruppe geleistet. Und das ist, denke ich, ein plakatives, aber sehr starkes Indiz dafür, dass die gleiche politische Teilhabe nicht mehr gegeben ist. Über die Bertelsmann-Stiftung beispielsweise sehen wir in Deutschland zunehmend ähnliche Erscheinungen. Ein zweiter Punkt, den ich sehr stark machen möchte und der John Stuart Mill auch wichtig war, ist, dass die Art und Weise, wie Reichtum verteilt ist, dafür sorgt, dass die ökonomische Freiheit sehr vieler Menschen eingeschränkt ist. Und das wird Sie vielleicht überraschen, aber die Sache ist, dass durch die sozusagen Kontrolle von Kapital in den Händen sehr weniger Menschen, diese Menschen sehr viel Macht darüber haben, wie der ökonomische Raum gestaltet ist. Und wenn man ökonomische Freiheit ernst nimmt, und das tue ich, und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir sozusagen in einer liberalen Marktgesellschaft leben, in der es so ist, dass die ökonomische Freiheit als Grundfreiheit begriffen wird, dann ist das aber eine Freiheit, die allen Menschen zukommen muss. Und dann muss es so sein, dass wir eine Wirtschaftsstruktur haben, die es tatsächlich allen Menschen erlaubt, ökonomisch autonom aktiv zu werden und nicht von dem guten Willen einiger weniger Kapitaleigen abhängig sind. Und das ist etwas, was auch zunehmend der Fall ist. Ich bin gleich weg. Das zweite ist die Chancengleichheit. Da ist es so, dass üblicherweise zwischen formaler und fairer Chancengleichheit unterschieden wird. Formale Chancengleichheit heißt, alle haben formalrechtlich den Zugang zu X. Ja, jede Person, die ein bestimmtes Abitur gemacht hat, hat formalrechtlich einen Anspruch darauf, Medizin zu studieren, etc. und etc. Das ist formale Chancengleichheit. Faire Chancengleichheit heißt, dass es nicht von zufälligen, unverdienten Faktoren abhängt, ob dieser Zugang tatsächlich besteht oder nicht. Und das ist etwas, was auch zunehmend in unserer Gesellschaft verloren geht. Und ich glaube, das ist sogar der Kern dessen, dass die Unzufriedenheit wächst. Es ist eben nicht mehr so, dass jeder die gleiche Chance hat, bestimmte Bildungsabschlüsse und bestimmte gesellschaftliche Positionen zu erreichen, sondern es hängt zunehmend vom Familienhintergrund ab und zunehmend vom sozioökonomischen Status der Eltern ab. Und wenn das der Fall ist, dann ist es so, dass es sehr viele Leute gibt, die zu Recht von sich behaupten, dass sie keine faire Chancen haben. Das heißt, meine Kritik an Reichtum ist nicht, dass einige Menschen gierig sind, das ist mir ehrlich gesagt total Schnuppe. Es ist auch nicht so, dass ich glaube, dass das eine Neidfrage ist, sondern ich glaube, es ist eine Frage der gesellschaftlichen Stabilität, also der Stabilität eines liberalen Staatswesens, und es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass die Frage, ob eine Gesellschaft gerecht ist oder nicht, selbst eine ist, die fundamental dazu beiträgt, ob diese Gesellschaft stabil sein kann oder nicht. Das war's. Vielen Dank. Ja, meine These ist, Reiche sind die einzige Minderheit, über die Sie alles Schlechte sagen dürfen in Deutschland, ohne dass Sie mit dem Empörungsaufschrei der politisch Korrekten rechnen müssen. Und wenn wir mal zurückschauen in die Geschichte, dann war es immer schon so, dass bei Krisen, bei schlimmen Problemen Minderheiten verantwortlich gemacht wurden. Das war so im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, wo es die Pest gab, wo es Naturkatastrophen gab, wo Hexen dafür verantwortlich gemacht wurden. Damals wurden 40.000 bis 60.000 Hexen ermordet in Europa. Oder man hat gesagt, der Jude hat den Brunnen vergiftet. Also es war immer
waren immer Minderheiten, die verantwortlich gemacht wurden. Und diese Sündenbock-Theorie, die ist immer schon ein zentraler Punkt in der Vorurteilsforschung. Schon der Klassiker zur Vorurteilsforschung, ein Buch von Alport, 3 Jahre geschrieben, bevor ich auf die Welt gekommen bin, The Nature of Prejudice, hat dieses Sündenbock-Denken in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist auch heute ganz aktuell. Wir haben hier eine Umfrage gemacht in 4 Ländern, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und USA, die erste große internationale Studie zur Einstellung der Bevölkerung gegenüber Reichen. Und eine der Fragen, die wir da gestellt haben, die lautete die Aussage, Superreiche, die immer mehr Macht wollen, sind verantwortlich für die Krisen und humanitären Katastrophen auf dieser Welt. Da haben 50% in Deutschland zugestimmt, also diesem Sündenbockdenken. Zum Vergleich, in Großbritannien waren es 21%, in den USA waren es 25%. Und dann haben wir gefragt, die haben gesagt, es gibt ja so einige Gruppen in der Gesellschaft, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man über die sagt, dass man da nicht so aneckt, anstößt. Welche Gruppen sind das? Da haben wir eine lange Liste vorgelegt. Da haben 67% gesagt Moslems, 64% haben gesagt Ausländer, dann kamen Schwarze, dann kamen Homosexuelle und ganz unten mit 9% Reiche. Nur die armen Christen, die hatten es noch schlimmer, es waren nur 6%, die gesagt haben, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man über die was Negatives sagt. Das heißt also, über Reiche können sie alles Negative sagen und kriegen nicht nur keinen Ärger, sondern der Applaus ist fast schon in jeder Talkshow garantiert. Und das geschieht ja auch permanent. Ich erinnere mich, vor ungefähr einem Jahr hatten wir hier eine Demonstration in Berlin. Da wurden Schilder getragen, Kill your landlord. Übersetzt, töte deinen Vermieter. Jetzt bin ich selbst Vermieter, fand das natürlich nicht so lustig, aber ich habe auch ein Gedankenexperiment gemacht. Was wäre gewesen, wenn da jetzt Leute rumgelaufen wären mit Schildern, tötet Türken oder tötet Schwule? Zum Glück völlig undenkbar. Völlig undenkbar. Aber kill your landlord, regt sich keiner drüber auf, außer mir. Ich habe mich drüber aufgeregt. Oder dann gab es diese Affäre mit den Panama Papers, Paradise Papers. Da hat Jakob Augstein einen großen Artikel geschrieben im Spiegel, Überschrift, zur Hölle mit den Reichen. Wieder mein Gedankenexperiment. Zur Hölle mit den Schwulen, zur Hölle mit den Schwarzen, denkbar, zum Glück nicht denkbar. Aber bei Reichen ist das vollkommen in Ordnung. Und da gibt es halt einen ganz großen Unterschied. Wir haben ja in den letzten Jahren viele islamistische Terroranschläge gehabt. Und nach jedem Anschlag kam im Fernsehen so ein Professor oder ein Experte, pädagogische Zusatzbelehrung, 30 Sekunden, Achtung, nicht jeder Moslem ist ein Terrorist, die meisten sind friedliebende Menschen, was ja auch stimmt, völlig unbestritten. Aber wenn ein Reicher etwas verbrochen hat, ein Prominenter, der Hoeneß mit der Steuerhinterziehung oder ein Manager, der hat versagt, aber kriegt eine hohe Abfindung. Da habe ich noch nie diese pädagogische Zusatzbelehrung gehört. Vorsicht, nicht verallgemeinern, sondern ganz im Gegenteil. Da war dann immer das Pauschalurteil, guckt mal, so sind sie die Reichen, wussten wir schon immer wieder mal ein Beispiel. Und das ist auch erwiesen. Wir haben hier in diesem Buch, ein Drittel des Buches ist eine Analyse, eine Medieninhaltsanalyse, wo wir analysiert haben, wie werden Reiche in Medien dargestellt. Und jetzt ist ganz interessant, über das Buch gab es 30 Besprechungen überall, Spiegel, Fokus, FAZ, Welt, der Times auf der ersten Seite, also ich kann mich nicht beklagen, aber in keiner Besprechung war was über diesen Medienteil. Also das haben die Medien alle weggelassen, deswegen bitte das Buch lesen. Ich sage auch nachher, warum Sie dieses Buch lesen sollen von Professor Neuhäuser, ganz wichtig, aber das lohnt sich schon deswegen, weil das ist nirgendwo genannt worden, wie Reiche in Medien dargestellt werden. Und ein Ergebnis unserer Umfrage war dann auch, dass diejenigen, die Reichen kritisch sehen, den Nullsummenglauben anhängen. Was meine ich mit Nullsummenglauben? Damit meine ich das, was Bertolt Brecht klassisch in einem Gedicht formuliert hat. Viele kennen es vielleicht, reicher Mann und armer Mann standen da, sahen sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Völliger ökonomischer Unsinn, weiß jeder Ökonom, aber Glaubensbekenntnis von allen Menschen, die Reiche negativ sehen. Und dann ist ja auch ganz klar, wenn ich der Meinung bin, der Arme ist nur reich, der Arme ist nur arm, weil der Reiche ihm was gestohlen hat,
dann muss ich ja sagen, okay, da muss man es den Reichen wieder wegnehmen, damit die Gerechtigkeit wieder hergestellt ist. Das ist ja dann die Logik. Und wenn man dann von Neid spricht, dann wird das tabuisiert. Haben wir eben auch gehört, Neid auf keinen Fall. Neidisch sind wir alle nicht, niemand. Ja? Das wissen wir auch aus der wissenschaftlichen Neidforschung. Ich habe ein Kapitel in dem Buch über die wissenschaftliche Neidforschung, dass Neid die am meisten geleugnete Emotion ist. Es gibt fast niemanden, der zugibt, dass er neidisch ist. Das sagt uns die wissenschaftliche Neidforschung. Warum? Weil Neid heißt ja immer, ich gebe zu, der andere hat etwas, was ich gerne hätte, aber nicht habe und führt dann zu der unbequemen Frage, warum ist das denn so? Und das geht leicht an Selbstwertgefühl. Und deswegen ist Neid die am meisten geleugnete Emotion. War ja früher mal eine Todsünde, dann gab es einen guten Marketingtrick, man hat den Neid umgetauft. Man hat ihn einfach soziale Gerechtigkeit genannt. Und das ist dann gut. Ja, das war einfach ein guter Marketingtrick. Heute heißt es Neid soziale Gerechtigkeit. Und dann war noch interessant, Nagel und Fernbild. Wir wissen es bei vielen Minderheiten, dass die Menschen, die wenig Kontakt haben mit Minderheiten, die ganz anders sehen, als die Menschen, die viel Kontakt haben. Und das war auch hier so. Wir haben insgesamt gefragt, welche Persönlichkeitsmerkmale verbinden Sie mit reichen Menschen? Da haben 62% gesagt, egoistisch. Dann war materialistisch, rücksichtslos, gierig. Das war so, wenn man in der Gesamtbevölkerung in Deutschland fragt, die am meisten zugeordneten Persönlichkeitsmerkmale. Dann haben wir die Leute gefragt, die wirklich Reiche kennen, persönlich. Da muss ich dazu sagen, wir haben Reiche in der Umfrage auch definiert, weil da hat ja jeder eine andere Vorstellung davon. Bei Professor Neuhäuser zum Beispiel ist jeder reich, das hat er jetzt hier nicht gesagt, der mehr als 200-300% vom Medianeinkommen hat. Deswegen sagt er selbst heute auch reich. Also wir haben Reichtum hier ein bisschen anders definiert. Wir haben gesagt, jeder, der zusätzlich zu seinem eigenen Häuschen oder Wohnung noch 1 Million hat, den empfinden wir als reich. Und dann haben wir gefragt, wie viel kennen denn solche reichen Menschen? Und das waren nur 17%, also 83% kennen keine Reichen. Dann haben wir diese 17% gefragt, wie sind denn die Reichen, die du kennst? Dann haben 71% gesagt, intelligent. 71% haben gesagt, fleißig. 58% haben gesagt, kreativ. Also dieses Nahbild und Fernbild, was wir auch bei anderen Minderheiten kennen, fällt hier ganz weit auseinander. Ja, und wenn dann einer keinen Reichen kennt, woher bildet er sich dann seine Meinung? Aus Medien, vielleicht auch aus Hollywood-Filmen. In einer Besprechung hieß es, man soll das Buch von hinten lesen. 19. Kapitel stimmt, ist das unterhaltsamste. Da haben wir nämlich analysiert, wie Reiche in Hollywood-Filmen dargestellt werden. Ein ganzes Team hat das gemacht, 500 Filme gescreent, 43 davon ganz intensiv mit einem Codebuch analysiert, wie werden Reiche dargestellt im Vergleich zu nicht reichen Kontrastpersonen. Ergebnis, die Reichen moralisch negativ fragwürdig, ganz überwiegend die nicht reichen Kontrastpersonen moralisch gut. Ja, und das bewegt dann die Fantasien von Menschen. Ich erinnere mich, ich hatte ein Interview mit Telepolis, das war ein linker Journalist, netter Kerl, wir haben es trotz unterschiedlicher Meinung gut verstanden und am Schluss von dem Interview, da sagt er mir so, Herr Zittelmann, jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, eigentlich sind die Reichen doch so, wie wir sie aus den James-Bond-Filmen kennen. Die wollen die unbegrenzte Macht am Ende, die Weltherrschaft und sind gierig. Dann habe ich gesagt, also jetzt meine Frage an Sie, wie viele Superreiche kennen Sie jetzt persönlich? Na, ich kenne keinen, sagt er. Ich sage, sehen Sie, das ist jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ich habe nämlich meine zweite Dissertation über Superreiche geschrieben und Interviews mit Superreichen gemacht und psychologische Tests. Und Sie kennen die halt nur aus den James-Bond-Filmen und deswegen kommen Sie zu einer Meinung. Ich weiß jetzt nicht, Professor Neuhäuser, wie viele Superreiche Sie kennen, aber ich möchte mal was aus Ihrem Buch vorlesen. Herr Professor Neuhäuser hat heute das Gegenteil gemacht von dem, was ich mache, wenn ich Vorträge halte. Ich provoziere nämlich gerne die Leute. Neulich war ich in Tübingen, da war ein überwiegend grünes Publikum und da habe ich mein T-Shirt angezogen, einer auf Capitalism. Ja? Er hat es umgekehrt gemacht, er hat heute alles so Sachen gesagt, wo er denkt, das ist hier Konsens und jetzt lese ich mal aus seinem Buch vor, das ich dringend empfehle. Und da schreibt er zum Beispiel, wenn ich einen reichen Akteur, vielleicht Bill Gates, in seinem Stolz verletzt habe, kann er mich mit seinem Geld auf die grausamste Weise traktieren, ohne dass ich dagegen etwas tun könnte. Er kann mich mit endlos vielen Rechtsanwälten belästigen. Er kann das Unternehmen, für das ich arbeite, einfach kaufen und meinen Arbeitsplatz wegrationalisieren. Er kann mein ganzes Wohnviertel kaufen und nach Belieben verschandeln. Dasselbe kann er bei allen Menschen tun, die mir lieb sind.
Immer wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre, kann er genau an diesem Ort eine nervtötende Veranstaltung organisieren. Er kann sich noch viel mehr Ärger für mich ausdecken. Was alles kostet ihm weder viel Mühe noch Zeit, es kostet ihn nur ein wenig von seinem unendlichen Reichtum. Ja, und dann sagt er, der Bill Gates, der ist ja nicht so, aber, und das ist ein Argument, dass er es tun könnte. Das allein macht Reichtum moralisch fragwürdig, problematisch, und deswegen muss man Reichtum verbieten. Das ist die Konsequenz daraus, weil er es könnte. Natürlich könnte er das. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo das passiert ist. Selbst wenn es so einen Fall gäbe, dann kann ich doch nicht von 1 auf n plus 1 schließen und sagen, deswegen muss ich alle Reichen verbieten. Ja? Das wäre so genau, wenn ich sage, jeder, der ein Küchenmesser zu Hause hat, der könnte Amok laufen und draußen Leute schwer verletzen. Klar, stimmt. Aber ist deswegen jeder Mensch, der ein Küchenmesser hat, moralisch fragwürdig? Offenbar doch nicht. Also das hat mich nicht überzeugt. Aber wir werden jetzt darüber diskutieren. Erstmal ganz herzlichen Dank. Achso, wir gehen jetzt alle dahin. Gewünscht. Ja, ich habe den Eindruck, Sie beide liegen noch relativ weit entfernt, nicht nur was das Einkommen angeht. Deshalb würde ich Sie jetzt gerne einmal zusammenbinden. Praktisch so, dass Sie auf zurückgeworfen sind, einander anzublicken. Herr Professor Neuhäuser, wenn der Herr Zittelmann Haus baut, und das vermietet und er macht das erfolgreich und gut. Und dann baut er das nächste Haus und vermietet das auch und macht es gut. Wo liegt dann die Würdeverletzung? Oder wo ist der Punkt, wo er als reicher Mensch, der eben das so gut gemacht als Unternehmer, die Würde anderer verletzt? Denn er gibt ja Menschen Arbeit, den Handwerkern, er gibt Menschen Wohnraum und er zahlt nicht zu vergessen auch nicht wenig Steuern und er macht auch die Stadt besser und schöner, also als Lebensraum. Wo würden Sie ihm sagen, beginnt in diesem Prozess denn die Würdeverletzung anderer? Ja, ich glaube gar nicht, dass er als Person die Würde von irgendjemandem verletzt. Dass man ihm da auch gar keinen Vorwurf machen kann. Das liegt mir auch fern. Sondern was wir auf dem Wohnungsmarkt sehen, ist, dass der bestimmten Renditeerwartungen folgt. Und das hängt davon ab, wie zahlungskräftig verschiedene Personen sind. Wir haben also einen bestimmten Wohnraum zur Verfügung und sehen dann, dass es bestimmte Personengruppen gibt, die, sagen wir, 8.000 Euro pro Quadratmeter in der Lage sind zu zahlen. Andere sind nur in der Lage, 2.000 oder 3.000 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. Und dann ist es so, dass die in der Lage sind, 8.000 Euro zu zahlen, auch noch in der Lage sind, sich eine Wohnung für, sagen wir, Umfang von 300 Quadratmeter zu leisten. Und das ist dann das, was von dem Markt angeboten wird, weil das einfach die Rendite Erwartungen, also die Maximierung erfüllt. Und in dieser Struktur liegt die Würdeverletzung und nicht in dem individuellen Handeln von Marktakteuren, die, lasse ich doch mal den Marxisten raushängen, ja, nur Charaktermasken sind innerhalb dieser Struktur. Und das Problem ist, dass Wohnen nicht einfach nur die Befriedigung eines Grundbedürfnisses in unserer Gesellschaft ist, sondern Wohnen ist ein ganz starker Ausdruck davon, ob man zu der Gesellschaft dazugehört oder nicht. Wieder was Historisches. Derjenige, der diese Idee sehr stark gemacht hat, dass ökonomische Güter immer auch anzeigen, ob man zur Gesellschaft dazugehört oder nicht, war kein Geringerer als Adam Smith, der gesagt hat, in seiner Zeit brauchte man ein Leinenhemd und Lederschuhe, um sich ohne Scham in der Öffentlichkeit zeigen zu können. Und Adam Smith war halt Ökonom und Moralphilosoph, und ich denke, dass das Problem ist, dass das auseinandergegangen ist. Ja? Und das ist genau das, was wir beim Wohnen sehen. Es gibt fünfköpfige Familien, die irgendwie auf 45 Quadratmeter zusammengefercht leben, weil der Markt das so strukturiert. Und die Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, ist meiner Meinung nach nicht, dass es dann einzelne Leute gibt, die das ausführen, sondern dass wir im Rahmen einer Marktwirtschaft einen Weg finden müssen, dass das nicht so verteilt ist. Und das ist das, was John Rawls eben nicht Redistribution, sondern Prädistribution genannt hat. Also die Idee, dass wenn wir das Kapital breiter streuen innerhalb der Gesellschaft, es nicht zu diesen Verwerfungen kommt.
Wenn Sie jetzt unter Linden laufen und denen begegnen 100 oder 1000 Leute, empfinden Sie das dann so, dass Sie durch Ihre unternehmerische Tätigkeit und den Reichtum, den Sie damit erworben haben, jedermanns oder die Würde von manchen Menschen verletzen? Nö, gar nicht. Ich habe ja auch kein Schild drum, dass ich jetzt reich bin. Ja, bin ja auch ganz normal angezogen. Aber was mir immer wichtig ist, was Sie eben gesagt haben, Professor Neuhäuser, das ist alles so, da stimmt ja jeder hier zu. Sie sind für Marx, Sie sind hier in Adam Smith und Sie sagen, die soziale Ungerechtigkeit soll nicht so groß sein. Ich empfehle jedem mal wirklich Ihr Buch zu lesen. Da sagen Sie nämlich, Reichtum, jeder, der mehr als 200 bis 300% hat, soll verboten werden. Sie sagen, wir brauchen eine Einkommensteuer, die bis an die 100% rangehen soll. Sie sagen, wir müssen dann dafür sorgen, dass diese Menschen nicht unser Land verlassen können. Wir müssen Hürden aufbauen, dass wenn wir die Menschen so stark steuerlich belasten, dass keiner mehr hier raus kann. Ja, das hat alles mit liberaler Ordnung oder mit Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun. Ich weiß, heute ist jeder für Marktwirtschaft. Sarah Wagenknecht sagt ja auch, sie ist für Marktwirtschaft. Aber mit Marktwirtschaft hat er also das, was Sie entwerfen. Sie entwerfen hier eine Idee einer Gesellschaft. Sie sagen auch, Banken sollen dann Unternehmen Kredite vergeben, auch wenn sie gar keinen Gewinn dabei machen und so weiter. Das ist ein völlig anderes System. Darum geht es. Und deswegen glaube ich Ihnen auch, dass Sie nicht den einzelnen Reichen individuell angreifen wollen, sondern Sie sagen, das ist eine konkrete Utopie oder eine soziale Utopie, eine andere Gesellschaft. Und das haben wir aber in den letzten 100 Jahren x-mal versucht, in jeder Variante. Ja, in jeder Variante hat man es versucht. Insgesamt über 24 Experimente. Das letzte ist gerade im Venezuela gescheitert. Ich sage nicht, dass sie das genauso wollen. Weil jedes Mal, wenn so ein Experiment gescheitert ist, dann haben die Leute mal gesagt, war nicht so gemeint, das letzte Mal wird es besser. Das war nicht der Nationalsozialismus. Sie nennen es auch nicht Sozialismus. Sie nennen es dann irgendwie sozialliberal. Aber im Kern geht es um eine antikapitalistische Utopie, die sie verwirklichen wollen. Und da sage ich, die sind alle ohne jede Ausnahme schlimmstens gescheitert. Und deswegen brauchen wir keine neue Utopie für eine andere Gesellschaft. Und deswegen also mal die dringende Empfehlung für jeden, lesen Sie das Buch von Professor Neuhäuser. Aber erzählen Sie mal, wenn man jetzt auf die andere Seite schaut, mehr so die globale Perspektive aufnimmt, hat der Neuhäuser nicht recht, wenn er sagt, wenn dieses Streben nach Wohlstand, das Streben nach Reichtum teilweise auch sich entwickelt, wenn man das überträgt auf die 7 Milliarden Menschen weltweit oder vielleicht in 30, 40 Jahren auf 10 Milliarden Menschen, wenn alle also Menschen auf dem Planeten dieses Streben nach Reichtum hätten wie wir in unserem Land, das würde die Welt gar nicht aushalten, das würde unsere Ressourcen belasten. Ist das nicht auch ein Punkt, den man nachvollziehen kann? Also ich war jetzt in China zu einer Vortragsreise in 5 Städten. In China sind Ende der 50er Jahre, was bei uns im Schulunterricht nicht gelehrt wird, 45 Millionen Menschen verhungert, gestorben am größten sozialistischen Experiment, der große Sprung nach vorne. Es gab 1980 noch 88% Menschen, die in extremer Armut gelebt haben in China. Heute sind es nur noch 1%. Warum? Weil man mehr Markt gewagt hat, mehr Privateigentum. Das ist die ganze Entwicklung der letzten 30 Jahre. Ich habe in China die Leute gefragt, wem geht es heute besser als den Eltern vor 30 Jahren? Alle haben sich gemeldet. Und die sind ungleicher heute. In der Zeit sind ganz viele Millionäre und Milliardäre entstanden und gleichzeitig sind die Menschen aus bitterer Armut emporgekommen. Soll ich den Leuten jetzt sagen, nee, Achtung, ist falsch, kommt wieder zurück, da war es gleicher zur Zeit von Mao? Weil das sagen sie, es geht nicht um die Armut, sondern es geht ihnen um die Ungleichheit. Ja? Die Ungleichheit ist heute größer in China, aber ich interessiere mich überhaupt nicht für Ungleichheit. Ich interessiere mich, wie es den Armen geht und denen geht es besser. Und wollen Sie jetzt dahin reisen nach China oder gar nach Afrika und den Leuten irgendwas predigen, sie sollten jetzt verzichten oder sie sollten nicht mehr so wachsen und die Erde ist zu voll und so weiter. Das versteht keiner. Wir schütteln alle mit dem Kopf. Ja, okay. Also ich glaube, ich muss ein paar Sachen klarstellen. Das erste ist, das ist schön, dass Sie empfehlen, mal ein Buch zu lesen. Sie haben es offensichtlich nicht so gründlich gelesen. Ich habe Ihr Buch besprochen und mit auf 10 Seiten und mit allen Seitenangaben, wenn Sie jetzt sagen, ich hätte es nicht gründlich gelesen, haben Sie keine Besprechung gelesen? Ja. Es gibt keine Stelle im Buch, in dem ich sage, dass Reichtum per se verboten werden soll. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe gesagt, dass 200 bis 300% eine mögliche Reichtumsgrenze ist, die politisch festgelegt werden muss. Was ich gesagt habe, ist, dass schädlicher Reichtum verboten werden muss. Und das ist ein Unterschied, den Sie jetzt unterschlagen haben.
Ich bin der Meinung, dass ein Reichtum von 200 bis 300% von also 500% des Durchschnittseinkommens in einer viel egalitäreren Gesellschaft kein schädlicher Reichtum ist und deswegen auch nicht verboten wird. Am Ende mache ich auch einen Vorschlag, wie das gehen soll, nämlich einen Anschluss an John Stuart Mill über sehr gezielte Steuermaßnahmen, vor allem die Erbschaftssteuer. Im Zentrum steht bei Mill die Erbschaftssteuer und es geht darum, zu verhindern, dass Reichtum vererbt wird, weil das mit dem Leistungsprinzip nicht vereinbar ist. Das ist etwas, was mit Sozialismus überhaupt nichts zu tun hat. Dann einfach ganz pauschal zu sagen, entweder behalten wir das, was wir jetzt haben, oder wir sind alle Sozialisten und dann machen wir uns Mitschuld an den Massenmorden, die ja tatsächlich stattgefunden haben. Das finde ich ehrlich gesagt Ideologieproduktion. Ja? Also wenn es dazwischen wirklich nichts mehr gibt, dann können wir die Diskussion auch abbrechen. Das ist mir schon wichtig, das beizubehalten. Ich möchte auch noch auf einen Punkt eingehen, den Sie in Ihrem Beitrag gebracht haben, den ich ganz wichtig finde, oder vielleicht sogar zwei. Das eine ist, dass soziale Gerechtigkeit nur ein anderes Wort für Neid sei. Das will mir auch nicht in den Kopf hinein. Denn wenn Sie es ernst meinen, dann behaupten Sie, dass eine Frau, die für den gleichen Job das gleiche Geld haben möchte, das nicht sagt, weil sie der Meinung ist, es ist sozial ungerecht, wenn sie für den gleichen Job nicht das gleiche Geld bekommt, sondern einfach nur neidisch ist. Aber das ist Quatsch. Ja? Das ist ein berechtigtes Gerechtigkeitsanliegen, für den gleichen Job das gleiche Geld zu bekommen. Das heißt, nicht jede Frage der sozialen Gerechtigkeit ist eine Frage des Neides, sondern man muss offensichtlich unterscheiden zwischen Fragen des Neides und Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Was ist der Unterschied? Bei Neid geht es darum, dass man das, was andere haben, nur deswegen haben will, weil es die anderen haben. Und ich gestehe Ihnen zu, das gibt es ganz oft. Und das ist Neid und das ist auch ein Problem. Aber manchmal hat man gute Gründe dafür, warum man der Meinung ist, dass die Sachen ungerecht verteilt sind. Das lässt sich nicht auf Neid reduzieren. Also wenn man jetzt von Gleichheit spricht, Sie fordern ja auch in Ihrem Buch, dass weibliche und männliche Fußballspieler gleich bezahlt werden sollen, weil sie schließlich nicht rechtfertigen, dass sie unterschiedlich bezahlt werden. Also das ist Ihre Gleichheitsvorstellung. Das habe ich nicht gefordert, das stimmt einfach. Natürlich, machen wir eine Wette. Also, ja. Wir wetten jetzt 7.000 einsetzen, ich setze 10.000 Euro ein dafür und dann suche ich die Stelle raus, wie ihr es belegt. Ja? Okay? Ja? So. Also, ich suche dann die Stelle raus. Ich habe mein Buch geschrieben, ich weiß, was ich da geschrieben habe. Aber einen Punkt hätte ich noch, den möchte ich ansprechen. Die Kommission, die das danach entscheidet. Ich bin Zeuge. Aber die muss aber gerecht sein, diese Kommission. Ja. Aber praktische Philosophie muss sich auch an der Realität messen lassen. Und wenn man so in die Welt hinausschaut und auch in die Historie schaut, dann hat es ja schon auch Versuche gegeben, Reichtum abzuschaffen, einzudämmen. Verschiedene Systeme. Ich will jetzt nicht nur den Ostblocker wählen, sicherlich jetzt auch Venezuela, aber fragt sich da der Philosoph nicht auch manchmal, selbst wenn das Ziel gerecht ist, also wenn da ein moralisches Defizit ist, lässt man die Welt nicht manchmal besser imperfekt, um nicht zu verhindern, dass man dann in letztlich einen Zustand kommt, der mehr Chaos bringt, aber weniger Wohlstand für alle? Ja, es gibt in Philosophen- und Gerechtigkeitsfragen so zwei Strömungen, zwei Gruppierungen. Die einen, die wirklich so ganz hartnäckig sagen, das ist das, was gerecht ist und das müssen wir umsetzen. Karl Marx war jemand, der ganz stark dafür stand, Platon. Und dann gibt es die Leute, die sagen, das wird niemals gehen, das geht schief. Und da gibt es aber ganz unterschiedliche Temperamente. John Stuart Mill, Friedrich Hayek, und die haben auch unterschiedliche Vorstellungen. Und die Krux ist natürlich herauszufinden, wo ist Bewegungsspielraum. Und es gibt Experimente, die davon auf keinen Fall machen, weil sie selbst menschenverachtend sind. Und das ist klarerweise Staatssozialismus, ohne Frage. Niemand vertritt das, der irgendwie bei klarem Verstand ist. Aber es gibt über Steuersysteme auch den Versuch, innerhalb einer Marktwirtschaft das zu machen. Und ich mache Ihnen ein Beispiel von einem Land, das das sehr lange versucht hat, das zu machen. Das ist nämlich die USA. Bis in die Mitte der 60er Jahre, wo der Spitzensteuersatz in den USA bei 93% lag. Und dann war es plötzlich so, dass es von sehr reichen Unternehmern organisiert ein Backlash gab. Die haben dafür gesorgt, dass Reagan gewählt wurde. Und dann ist es so, dass das alles zurückgefahren wurde. Und schauen Sie sich an, wo die USA jetzt steht, gewissermaßen. Also ich glaube, das ist nicht schwarz oder weiß, sondern die Zwischentöne sind, auf die es ankommt. Und für die möchte ich werben, dass wir da anfangen, rational drüber nachzudenken und nicht auf der einen Seite diesen Gier, auf der anderen Seite diesen Neiddiskurs haben und entweder ist man Kapitalist oder man ist Sozialist und sonst gibt es nichts. Das führt uns nicht weiter.
Also ich wollte nur mal die Stelle mit dem Fußball vorlesen, die 1000 Euro spare ich in Osten, aber dass sich jeder ein Urteil erlauben kann. Ja? Und zwar, dass jedoch männliche Spitzenfußballspieler viel mehr Geld erhalten als weibliche Spitzenfußballspielerinnen, nämlich das 100-fache, das hat offensichtlich nichts mehr mit Verdienst, sondern nur mit der ökonomischen Verwertbarkeit ihrer Leistung zu tun und ist ein offensichtliches Gerechtigkeitsproblem. So, also wird hier kritisiert und dann sagen sie, dass jeder, der mehr als 200-300% vom Median hat, dass dieser Reichtum problematisch ist und dass der verhosen wird. Wo ist denn da die Forderung? Ja, die Forderung liegt ja implizit drin, dass Sie sagen, das ist ein Gerechtigkeitsproblem und Sie wollen auch Gerechtigkeitsprobleme beseitigen. Oder sagen Sie, das ist ein Gerechtigkeitsproblem und das ist gut so? Nein. Nee. Okay. Also, so, oder? Jetzt. Aha, okay. Da steckt, also es ist mehr als das Hundertfache, es steht nirgendwo, dass Sie das Gleiche verdienen sollen. Und wie viel soll es denn sein? Sie entscheiden es. Sie sind der Nein, ich entscheide das natürlich nicht. Das ist totaler Quatsch, zu denken, dass ich so etwas entscheide. Aber wer denn? Heute entscheidet der Markt. Ja? Und da sage ich, das ist gut. Und Sie sagen, genau. Das ist nicht gut. Und sehen Sie, wenn Sie das Buch verstanden hätten, dann wüssten Sie, dass es darum geht, dass der Markt bestehen bleiben soll, man nur eine Unter- und eine Obergrenze festlegt. Aber wer legt denn jetzt die Grenze fest? Ja, durch Steuern werden Ober- und Untergrenzen festgelegt und dann ist es so, dass das 100-fache nicht mehr passiert, dann ist von mir aus das 20-fache, das 25-fache, sicherlich nicht das. Und was Sie da rauslesen, das steht da überhaupt nicht drin. Also ich kann Ihnen nur mal einen hermeneutischen Lesekurs empfehlen. Auf die 10.000 Euro können Sie mir gerne überweisen, ich gebe Ihnen meine Konten. Ich spende auch. Also wir sagen, Sie sagen, jeder, der mehr als 200 oder 300% hat, gilt als reich. Das heißt, als zu reich. Verstehen Sie mich? Ja, arm zu arm, groß zu groß. Natürlich, das ist ja das. Also, wie gesagt, das ist schade, dass jetzt, ich weiß nicht, wer das Buch hier sonst noch gelesen hat, dass es jetzt offenbar nur wir beide gelesen haben. Aber nochmal die dringende Empfehlung: lesen Sie das Buch durch. Ich kann aber auch noch ein paar weitere Zitate. Das mit dem Bill Gates, da haben Sie auch noch nicht zugesagt. Was ist da Ihre Erklärung dafür? Sie machen also ein Fantasiegebilde, was der alles Schlimme tun kann und begründen ja damit, dass jemand, der reich ist, weil er das alles Schlimme tun könnte, deswegen sei der moralisch fragwürdig. Das ist doch absurd, das ist doch eine ganz absurde Fantasie. Wie kommen Sie da drauf? Ich habe noch nie so einen Fall gehört. Kennen Sie solche Fälle? Ja, Bill Gates ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise auch so ein Fall. Nämlich über, das wird Ihnen auch nicht gefallen, über die Bill Gates und Miranda Gates Stiftung. Oder macht er solche Sachen, wie es mich Nein, vorlesen? Die Sachen, die ich da geschrieben habe, nicht. Aber was? Ja, aber davon habe ich ja jetzt geredet. Wer hat das schon mal gemacht? Wen kennen Sie da? Wer? Ein Name nur bitte. Was soll das denn bitte? Naja, das ist eine Frage. Da will ich eine Antwort. Ja, also ich kenne tatsächlich Leute, die so mit einem umgehen. Also Sie gerade zum Beispiel mit mir. Ja, das ist sozusagen kein rationaler Diskurs, den Sie führen. Nee, ich habe eine Frage gestellt. Ich habe hier noch eine, das etwas auf eine andere Ebene zu bringen. Ich habe einfach, weil die Extremreichen der Markt. Da gibt es eine sehr interessante Beobachtung, nämlich, dass die Extremreichen von heute, ich glaube, da sind wir uns einig, wären, wenn man diese Ansicht vertritt für die Demokratie, das größte Problem. Die Extremreichen von heute, sind diese Top 100 der Forbes-Liste zum Beispiel, das sind ganz andere als die Extremreichen vor 100 Jahren. Und zwar nicht nur in Deutschland, also in Deutschland sind zum Beispiel die Krupps oder die von Donnersmarck, das waren die reichsten Deutschen vor 100 Jahren, vor dem Ersten Weltkrieg, die sind da heute gar nicht mehr vertreten in der Liste der Superreichen. Aber selbst in den USA sind da eben jetzt nicht mehr die Carnegies und Rockefellers vertreten, sondern ganz andere Namen, teilweise auch Internetgründer. Zeigt das nicht, dass der Markt auch eben seinen eigenen Mechanismus hat, um diese Konzentration von Macht, politische Einflussnahme seinerseits zu überwinden? Dass man da gar nicht diese große Regelung braucht, staatlicher sein. Also ich glaube, das passiert. Ich glaube, dass das aber eben genau dieser Kampf des Hin und Hers ist, der immer wieder stattfindet. Und es gibt auch historische Phasen, in der sich das stärker verfestigt hat über einen längeren Zeitraum. Ob das jetzt wieder passiert oder nicht, das müssen wir sehen. Bei der Forbes-Liste sehen wir Beispiel, dass die Zahl der Self-Made-Milliardärs abnimmt und die Zahl derjenigen, die das erben, zunimmt. Falsch. Ganz doch. Falsch. Und es ist so, dass es wenn zum Beispiel Trump oder Jenner sagen, sie seien Self-Made-Milliardärs, dann ist das aus soziologischer Perspektive überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die natürlich Netzwerke und so weiter bekommen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es nicht darum geht,
ob jetzt diese individuellen Personen als individuelle Personen, wir wissen in den USA, dass die Koch Brothers ein Netzwerk aufgebaut haben, in dem sie sehr viel politischen Einfluss ausüben. Wir wissen, dass in Deutschland über die Bertelsmann Stiftung sehr viel politischer Einfluss ausgeübt wird. Das ist klarerweise der Fall. Und das Standardargument, das ich mit diesem Bill Gates Beispiel runtergekocht habe, ist, dass dieser politische Einfluss eine Form von Dominanz ist. Dass es so ist, dass die Leute eben viel mehr Zugang zu politischer Macht haben und es so ist, dass sie darüber viel stärker als andere Gesellschaftsmitglieder die politische Agenda mitbestimmen. Das sind auch Sachen, die mir selber geschehen. Dann kriege ich Anrufe von eben der obersten Etage der Bertelsmann AG und ich soll antanzen zu einem Mittagessen, um dort ein Gespräch zu führen über irgendetwas. Das sind einfach, ich sag mal, neofeudalistische Verhaltensweisen, die da angelegt werden. Und ich kenne sehr viele. Ich kenne sehr viele Reiche, weil ich in Luzern in einem Kontext gearbeitet habe, in dem sehr viele reiche Menschen unterwegs waren. Und ich sage es einfach nochmal, die meisten sind einfach sehr normale, sehr, sehr anständige Leute, aber sie haben eine politische Macht, die andere Menschen nicht haben. Und wenn wir in einer liberalen Demokratie leben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die politische Macht der Menschen gleichermaßen organisiert ist. Und das ist nicht der Fall. Sie haben es ja auch geschafft, diese Veranstaltung zu organisieren. Ich hätte das nie geschafft. Also da haben Sie mehr politische Macht als ich. Aber offensichtlich. Herr Professor, darf ich mal was zu der Forbes-Liste? Weil es einfach falsch ist. Es gibt von Forbes eine Untersuchung vor 30 Jahren, da war der Anteil der Selfmade-Leute in der Forbes-Liste ungefähr 40% und heute ist er 60%. Und das sehen Sie auch selbst. Gut, der reichste Mann der Welt, Chef Bezos, Selfmade. Ja? Bill Gates, auch Selfmade. Eindeutig. Die beiden Google-Gründer, auch Selfmade. Zuckerberg, Selfmade. Die ganzen Leute, wenn sie die Liste nehmen, in der Forbes-Liste, die ersten 15, ja, das sind 10 von Selfmade-Leute und das sind 5 nur, die was geerbt haben. Ja. Also das stimmt einfach nicht, was sie erzählen, einfach mit den Fakten nicht übereinstimmt. Ja, weil sie einen sehr engen Begriff von Selfmade haben. Ist es auch so, vor 30 Jahren war das so? Der Zuckerberg ist kein Selfmade-Mann oder der Jeff Bezos ist kein Selfmade. Ja, sehen Sie, ist der Zuckerberg Selfmade? Nee. Nehmen wir sie durch. Ist nicht Selfmade? Nee. Aber der hat das geerbt, 2 Milliarden? Nee. Sondern? Der hat über den Zugang zu Elitenbildungsinstitutionen klare Weise unfaire Chancen. Deswegen ist er nicht Selfmade. Und die beiden Google-Gründer? Sind die Selfmade? Ja oder nein? Eher als Zuckerberg. Und Bill Gates, ist der Selfmade? Ja oder nein? sehen Sie, was Chef heißt, Jesus ist ja, der Selfmade? Ich sag Ihnen nochmal was. Was heißt Selfmade? Es geht doch nicht um die Frage, ob Selfmade ist oder nicht, sondern ob das verdient ist oder nicht. Wann ist es verdient? Verdient ist es dann, wenn es auf eigener Leistung beruht. Wann beruht es auf eigener Leistung? Es beruht dann auf eigener Leistung, wenn es nicht massiv auf Glücksfaktoren beruht. Wie ist das mit den Unternehmen im Internet? Das Internet produziert ständig quasi natürliche Monopole. Ja? Es ist so, das Internet ist eine Institution, in der sozusagen eine Winner-Takes-All-Economy gefahren wird, weil es so ist, dass es Masseneffekte gibt. Facebook ist so stark, weil sie halt der First Mover waren. Microsoft ist so stark, weil sie der First Mover waren. Das ist in Wahrheit was ganz Marktfeindliches. Das ist überhaupt nicht pro Markt. Das ist etwas, was dafür sorgt, dass es dann sozusagen, und das ist übrigens etwas, ich kenne auch keine wirtschaftsethische Position, die das bestreitet, das dafür sorgt, dass es dann innerhalb dieser Mikrosphären keine guten Konkurrenzkämpfe mehr gibt. Und das ist es, was es denen erlaubt, massiv politische Macht auszuüben. Sehen Sie doch mal, wie sich der Zuckerberg verhalten hat, als er auftreten müsste. Sehen Sie sich doch mal an, was er jetzt geliefert hat als angebliche Regulierung des Internets. Das sind alles nur Vorschläge, die dafür sorgen, dass Facebook noch besser dasteht und kleinere Unternehmen überhaupt gar keine Chance mehr haben, dagegen anzukommen. Das ist alles nicht liberale Marktwirtschaft. Also jetzt spulen wir nur mal ganz kurz zurück. Sie haben gesagt, die meisten Leute in der Forbes-Liste sind nicht self-made, sondern haben es geerbt. Dann habe ich gesagt, falsch, stimmt nicht, habe Ihnen die Zahlen genannt, habe Ihnen Beispiele genannt. Dann haben sie umgedreht und haben gesagt, ja, ich habe ja nicht gemeint, dass sie nicht self-made wären, sondern dass sie es nicht verdient hätten, weil dann auch einmal was umgedreht haben. Dann haben sie gesagt, die haben Glück gehabt einfach, so als ob da eine große Lostrommel aufgestellt worden wäre, der reingegriffen hat
das Richtige losgezogen hat, der ist dann Milliardär geworden und der andere ist keiner geworden. Also das ist nicht so, dass der Bill Gates einfach nur Glück gehabt hat. Das ist immer auch so eine Konstruktion, die dann die Leute haben, die dann keinen Erfolg hatten, die sagen dann, ja, der Reiche hat einfach nur Glück gehabt, ja, weil sie sich dann selbst und sagen, er war moralisch vielleicht irgendwo fragwürdig, weil sie dann selbst besser dastehen. Aber sie haben einfach das Thema, was sie selbst aufgebracht haben, dass sie nämlich sagen, die sind überwiegend nicht self-made, das haben sie jetzt ganz woanders getrennt auf einmal. Also ich hätte jetzt, abgesehen von diesen Fragen der Wertung, die natürlich immer schwierig sind, noch eine praktische Frage, bevor wir dann vielleicht Fragen aus dem Publikum zulassen. Staaten können ja auch reich sein, zu reich sein. Unternehmen können zu reich sein. Wie wäre denn jetzt ein anderer Umgang mit Reichen und Superreichen möglich, wenn man das nicht international macht? Oder anders gefragt, was ist, wenn jetzt innerhalb Europas ein Staat nicht mitmacht? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie Herrn Zittelmann jetzt die exponentielle Steuer unterjubeln, ab 4.400 Euro oder wo auch immer, praktisch 100%, dann zieht er vielleicht in die Schweiz. Also wie würde man dann mit solchen Staaten umgehen, die sich diesem Konzept nicht anschließen? Ja, okay, also einfach nochmal davon, dass ab 4.400 Euro eine 100% Steuer greifen soll, steht da gar nichts. Also übrigens im Moment auch so, dass ich meinen Kollegen nicht empfehlen werde, hierher zu kommen, weil sie ganze Zeit ad hominem Argumente produzieren. Das ist wissenschaftlich desavouiert, seit Aristoteles. Es ist so, dass die Idee, die John Stuart Mill hatte und die ich da auch nenne, ist eben einfach zu einem sehr späten Zeitpunkt in der Progressionskurve ein Cap zu machen. Ja, also die Progressionskurve von Steuern relativ flach zu lassen und dann ab einem gewissen Zeitpunkt sie sehr schnell exponentiell ansteigen zu lassen auf 100%. Wo dieser Zeitpunkt liegt, das ist eine Frage der politischen Klugheit. Ja, aber das hat viele positive Effekte. Es hat einen symbolischen Effekt. Und es hat einen Effekt, dass man da einen Steuerungsmechanismus hat, wo sich die Länder in Europa auch aufeinander einlassen können. Und Europa fliegt uns im Moment auch auseinander, weil es so ist, dass die reichen Länder in Europa die armen Länder in Europa abhängen. Das erleben wir ja gerade. Das ist ein Riesenproblem. Und da geht es nicht darum, dass dann die armen Länder in Europa neidisch sind auf die reichen Länder oder dass Deutschland gierig ist und deswegen so einen Handelsüberschuss hat oder so etwas, sondern es sind strukturelle Probleme. Und um die geht es mir, deswegen bin ich so ein bisschen traurig, dass wir die ganze Zeit nur über einzelne Menschen reden. Das interessiert mich wirklich nicht besonders stark, sondern mir geht es tatsächlich um soziale Stabilität in Europa und in Deutschland. Und da glaube ich, dass so eine Fiskalpolitik, die anfängt, Instrumente wieder in die Hand zu nehmen und über solche Progressionskurven anfängt, auch im öffentlichen Diskurs anzuregen, wie man sich annähern kann, allmählich, Schritt für Schritt. John Stuart Mill, und das unterschreibe ich auch, war ein großer Fan der Peace-Meal-Politik. Der war ein ganz krasser Gegner von allem Revolutionären, das bin ich auch. Das ist nur zerstörerisch, nur zersetzend, sondern man muss eine Reformpolitik des langen Atems haben. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie realistisch das ist, sozusagen Politik treiben, das dem Tagesgeschäft folgt, weil man sozusagen seine nächste Medienbombe zünden muss, dann ist mein Eindruck, dass das wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird, sondern erst nachdem die nächste Krise gekommen ist, besteht vielleicht wieder eine Chance. Also, Sie haben ja auch in Ihrem Buch was dazu geschrieben, da haben Sie gesagt, dass Reichtum moralisch problematischer verboten werden soll, haben dann aber das Problem auch diskutiert, dass sie sagen, die Leute verlassen dann das Land und wie man dagegen vorgehen kann, haben sie geschrieben, die Transaktionskosten sollten erhöht werden, dass die Leute nicht mehr wegziehen können, Zitat, beispielsweise durch besonderen bürokratischen Aufwand oder spezielle Steuern. Ja? Also ich sage ja nicht, Sie haben gesagt, es soll eine Mauer gebaut werden, aber faktisch ist es ja das, was Sie jetzt meinen, ja? Dass zwar keine physische Mauer gebaut wird, aber dass die Leute so stark besteuert werden sollen, dass da keiner mehr das Land verlassen kann. Und was das mit einer liberalen Wirtschaftsordnung zu tun hat, ja? Das leuchtet mir also nicht ein. Soll ich da noch was zu sagen? Gerne. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es viele Fragen gibt. Wir haben Zeit, eine halbe Stunde jetzt. Dann vielleicht einfach mal von links nach rechts.
Ja, vielen Dank, Bettina Wiesmann, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion. Ich bekenne gleich vorweg, dass ich weder das eine noch das andere Buch gelesen habe. Ich habe mir geradezu gedacht, ich kann Kenntnis von den beiden Werten erlangen durch den Teilnahme an dieser Diskussion. Also insofern will ich mich auch gar nicht sozusagen auf das Glatteis begeben, zu wissen vielleicht, was Sie geschrieben haben, sondern einfach eine Frage stellen, jetzt bezogen auf die Diskussion bisher. Ich vermisse ehrlich gesagt eine Grundfrage in der ganzen Besprechung oder Auseinandersetzung bisher, die da heißt, ist eigentlich für eine Gesellschaft ein Maß an Ungleichheit nützlich oder ist es schädlich? Oder wie viel Ungleichheit ist nützlich und ab wann wird sie vielleicht schwierig? Es irritiert mich auch ein bisschen, dass zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, also das vermeintliche Reichenproblem in unserer Gesellschaft auch sehr stark in die Nähe von anderen Ländern wie den USA gerückt wird, wo es doch aus meiner Sicht in der Verteilung von Wohlstand und auch Kapital doch einen ganz großen Unterschied noch gibt. Auch in der Einkommensverteilung ist es unterschiedlich. Ich würde mich gerne meiner Frage nur auf unser Land, auf unsere Gesellschaft konzentrieren, die tatsächlich ja auch immer wieder Fragen nach dem Zusammenhalt beantworten muss. Wie ist es um den Zusammenhalt dieser Gesellschaft bestellt? Angesichts sozusagen der Verteilung von Gütern dient das, was wir an Reichtum in dieser Gesellschaft haben, nicht auch sozusagen dem und dadurch auch die dadurch bedingte Ungleichheit, der Fortschrittsfähigkeit, dem Antrieb insgesamt, der Innovationsfreude, der wirtschaftlichen Aktivität und damit der gesamtgesellschaftlichen Leistungsfähigkeit, die wieder eine Voraussetzung dafür ist, dass wir dann in unserem relativ ausgeprägten Sozialstaat nach unseren Kriterien, über die wir hier ständig im Hause auch debattieren, dafür sorgen, dass eben doch gar nicht so viele Leute abgehängt sind, wie so ein bisschen jetzt der Eindruck entstanden wurde. Also wie wichtig ist ein Stück Ungleichheit? Haben wir davon wirklich zu viel in dieser Gesellschaft oder haben wir nicht vielleicht sogar zu wenig? Soll ich zuerst? Ja, es ist so, dass ich habe ja was versucht dazu zu sagen, dass ich der Meinung bin, dass wir auf eine Phase zusteuern, in der die Ungleichheit schädliche Ausmaße annimmt, weil es so ist, dass eben die Grundrechte nicht mehr ihren fairen Wert bei allen Menschen haben und weil die Chancengleichheit zunehmend abnimmt. Und es ist so, dass eben dieser ganze Diskurs sehr stark von Thomas Piketty und Kapital im 21. Jahrhundert geprägt ist, der eben in Bezug auf Deutschland sehr stark gezeigt hat, dass es tatsächlich lange Zeit so war, dass die Ungleichheit in Deutschland wesentlich geringer ist als in vergleichbaren Ländern, beispielsweise in den USA oder Großbritannien, dass wir uns aber allmählich annähern. Und der Treiber, der für diese Annäherung sorgt, ist ganz klar die Vererbung, die jetzt auch in Deutschland sehr stark einsetzt. Die setzt halt in Deutschland verspätet ein, aufgrund der massiven Intervention des Zweiten Weltkriegs. Ja, also das, was dann, das ist krass, aber es ist leider so, dass der Zweite Weltkrieg diesen radikal egalisierenden Effekt in Deutschland hatte und das bricht jetzt auf. Ja, und die Frage ist, wann ist Ungleichheit schädlich und wann ist sie nützlich? Aus so einer übergeordneten Perspektive finde ich eine relevante, nicht die einzige, aber eine relevante normative Dimension. Und ich glaube, deswegen kann man den klassischen liberalen Ökonomen wie eben Smith und Ricardo und so auch keinen Vorwurf machen, weil die geschrieben haben für Gesellschaften, in denen es absolute Armut gab. Und das würde ich auch sagen, gilt für viele andere Gesellschaften wie China. In diesen Gesellschaften muss man erstmal dafür sorgen, dass diese Wirtschaftsmaschinerie so richtig gut ins Laufen kommt. Und da ist Ungleichheit gut für, weil das dafür sorgt, dass alle sozusagen anfangen, daran mitzumachen. Dann ist es aber so, dass man meiner Meinung nach irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich als eine Kooperationsgesellschaft begreift. Und dafür ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man, dass alle das, den Eindruck haben können, an demselben Projekt teilzunehmen. Und ganz wichtig für solch eine Gesellschaft ist das Leistungsprinzip. Also die Idee, dass sich Leistung lohnt. Und das Problem ist, dass wenn diese sozioökonomische Ungleichheit zu sehr zunimmt, dann ist es so, dass es eine immer größere Anzahl von Leuten, das ist übrigens auch gut untersucht, von Robert Frank, einem amerikanischen Ökonom, der Eindruck entsteht, dass sich Leistung für sie nicht mehr lohnt. Und dann fangen sie auch an, damit aufzuhören, Leistung zu erbringen. Ja, und sie können das gewissermaßen schon als Spiel denken, dass man innerhalb eines Spiels, das man miteinander spielt, den Eindruck haben muss, die Ausgangsbedingungen sind hinreichend fair, damit man das Gefühl hat, das Spiel ist ein faires Spiel. Ja, und wenn die Ausgangsbedingungen nicht mehr fair sind und dafür sorgen halt zunehmende ungleiche Startbedingungen, dann ist es so, dass ich der Meinung bin, dass es nicht nur nützlich ist, sondern zunehmend schädlich, weil es dann immer mehr Menschen gibt, die mit dem politischen System, das wir ja haben, fundamental unversöhnt sind. Und ich denke, wir haben Wahlergebnisse, die das zeigen.
Also ich will es ein bisschen kürzer machen, dass auch noch andere Frager dann zu Wort kommen. Mein Punkt ist, ich finde diese Fixierung auf diese Schere zwischen Arm und Reich und auf soziale Ungleichheit falsch. Ich interessiere mich, wie geht es den Armen in der Gesellschaft, denn ernst, wie kann deren Los verbessert werden? Und da, das hat auch Professor Neuhäuser ausführlich diskutiert in seinem Buch, dass er nämlich sagt, das ist für ihn nicht so relevant, wie es den Ärmsten geht, sondern für ihn ist der Unterschied relevant. Ich sage mal ein Zitat, da schreibt er hier eine Position, gegen die er sich wendet. Er sagt, damit wäre eine Gesellschaft, in der die ärmsten Menschen vielleicht 15.000 Euro im Jahr haben, aber alle anderen Menschen Millionäre sind, gerechter als eine Gesellschaft, in der die ärmsten Menschen nur 12.000 Euro haben, aber alle anderen nur etwas mehr besitzen. Also das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Fragen. Beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Schere zwischen Arm und Reich, mit der Ungleichheit? Das ist der Ansatz von Piketty, von ihm und von vielen anderen. Oder ist der Ansatz, wie geht es den Ärmsten in der Gesellschaft und wird deren Los verbessert? Das China war ja nur ein Beispiel dafür, da ist die Ungleichheit gestiegen und den Armen, denen geht es gleichzeitig besser, sodass ich sage, ist überhaupt gar kein Problem. Der Herr im grauen Sakko und dunkelblauen Krawatte hat sich gemeldet, ganz am Anfang, aber ganz schnell, ja. Ja, vielen Dank. Ich mache es auch ganz kurz. Ich hätte eine Wendefrage, Herr Professor Neuhäuser, aber einen Widerspruch muss ich jetzt nochmal ausarbeiten. Ich versuche Sie ja zu verstehen. Sie sagen auf der einen Seite, Sie distanzieren sich ganz stark vom Sozialismus. Auf der anderen Seite propagieren Sie eine Steuerkurve, die irgendwo ab dem Punkt, wo Sie willkürlich sagen, ab diesem Punkt machen wir das auf 100% geht. Wo ist denn da der Unterschied zum Sozialismus, zum Kommunismus, wenn man jemandem 100% Steuern abnimmt? Und dann sagen Sie im nächsten Atemzug noch, wenn Leistung sich nicht mehr lohnt, dann empfinden die Menschen das als unfair. Das sind doch alles Widersprüche. Ja. Das stimmt einfach beides nicht. Also Sozialismus ist sozusagen wissenschaftlich gesehen klarerweise die Verstaatlichung von Produktionskapital. Das ist keine Verstaatlichung von Produktionskapital, ergo ist es kein Sozialismus. Die Steuerkurve, das habe ich ja gerade schon versucht zu sagen, es gibt irgendwann ökonomische Effekte und ich verstehe, dass in marktliberalen Kreisen das nicht so gern gehört wird, aber es gibt irgendwann an Märkten ökonomische Effekte, die nicht mehr auf Leistung zurückgehen, sondern auf andere Markteffekte, die mit Leistung nichts zu tun haben. Ja, und das ist etwas, was wir in den Wirtschaftssystemen, die wir gegenwärtig haben, sehr, sehr stark sehen. Und es ist so, dass diese 100% Steuer ab einem gewissen Punkt gewissermaßen die Leistung der vielen ins Verhältnis zu der scheinbaren Leistung der wenigen setzen soll. Also ich sage ja in Ihrem Buch auch, dass es auch problematisch ist, wenn Unternehmen zu reich sind. Nochmal ein kurzes Zitat, dass Unternehmen zu reich sind, sei auch problematisch, denn diese Unternehmen haben dann ja Macht. Zum Beispiel die Macht, stets die am besten ausgebildeten Hochschulabsolventen abzuwerben. Und deswegen müsste man auch bei Unternehmen, nicht nur bei einzelnen Personen, den Reichtum schränken, weil die haben ja dann die Macht, zum Beispiel die besten Leute anzuwerben, das dürfte wiederum nicht sein. Richtig? Nee. Was steht doch hier? Nochmal vorlesen? Okay. Soll ich es erklären, aber es dauert ein bisschen. Okay. Ich glaube, Herr Milch hatte eine Wortmeldung. Milch, CDU-CSU-Fraktion. Ich habe auch eher an Professor Neuhäuser eine Frage. Ich glaube, wie Sie über die Erbschaftssteuer reden und über die Möglichkeit zu vererben, scheinen Sie mir ja, also für einen Erbschaftssteuersatz von 100 zu sein, oder gut. Das verkennt natürlich die Triebkraft vieler, die leistungsbereit sind. Denn der Urgedanke, die Kinder sollen es mal besser haben, ist eine derartig treibende Kraft bei vielen, die sich engagieren, jedenfalls die ich kenne, dass man das nicht geringschätzen sollte. Und ich glaube, wenn ein Staat, wie bei uns, bei den Flussgrößen 100% nicht zugegriffen hat, brauchen wir bei den Bestandsgrößen nicht mehr zuzugreifen. Ich finde, die gehört eigentlich ganz abgeschafft in unserem Land. Das mag in anderen Ländern anders sein, wo ein größerer Teil Schattenwirtschaft ist und wo Einnahmen am Fiskus vorbei, aber bei uns wird ja jeder 10 Euro Sitzungsgeld von der Gemeindevertretung verfolgt per Kontrollmitteilung und so. Da kann man ja eigentlich gar nichts mehr machen, wenn man nicht kriminelle Energie entwickelt.
Was ich ein bisschen schade finde, also das sollte man auch benennen, dass man hingegen das Eigentumsrecht ist. Denn das heißt, es ist ja entkernt. Wenn Sie nicht mehr verfügen können über das Eigentum, ist es entkernt. Und die Erbschaft unterscheidet sich nicht wesentlich von der Schenkung. Das sieht man ja auch im Erbschaftssteuerrecht, dass man schenken kann und dann nach 10 Jahren wieder vererben kann mit Freibeträgen und so weiter. Dass das ökonomische gleiche Sachverhalt ist, ist ja offenkundig. Wenn Sie die Erbschaft verbieten wollen, dann müssen Sie natürlich als nächstes die Schenkung verbieten. Es bleibt ja denklogisch gar keine andere Möglichkeit. Und dann ist das Eigentum entkernt. Und das bei Ihrer Diskussion, dass Sie sich ein bisschen tarnen da, ist mir bei Ihrem Beispiel aufgefallen. Da sind Sie gesurft auf dieser Gender Pay Gap, Gender Pay Gap Debatte, die ja jedes Jahr wie eine Sau ist, aufgetrieben wird, obwohl sie völlig falsch ist und widerlegt vom Statistischen Bundesamt. Sie wissen, dass es um Berufswahl geht, Berufsfelderwahl, um Länge der Arbeitszeit, um Frage, ob man unterbricht oder nicht die Biografie, und dann schrieb nur das alles zusammen auf 3%. Also ausgerechnet mit diesem statistisch so klar widerlegbaren Beispiel anzuführen, dass Sie hier eine wachsende Ungerechtigkeit feststellen bei uns, halte ich für ziemlich fragwürdig. Wenn Sie Gini-Koeffizienten anschauen, der ist relativ konstant in den letzten 10, 15 Jahren. Okay, ich würde gerne zum Gender Pay Gap eigentlich was sagen, weil ich die Bewertung der verschiedenen Berufe da ganz anders sehe, aber das lasse ich weg. Zum Eigentumsrecht, da ist es so, eine Beschränkung von Eigentum ist keine Aufhebung des Eigentumsrechts. Eine Erbschaftssteuer bei einem gewissen Punkt ist keine Aufhebung des Erbschaftsrechts. Das haben wir zu eng geführt. Wir kennen ganz viele Rechte, die eingeschränkt sind. Das Recht auf Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Sie haben kein Recht zu beleidigen. Sie haben kein Recht, den Holocaust zu leugnen. Also ganz viele Rechte sind eingeschränkt, dadurch nicht aufgehoben. Die Idee ist, und die kommt tatsächlich von John Stuart Mill, ist ab einem gewissen Punkt eine 100% Erbschaftssteuer einzuführen. Und der Punkt, den er vorgeschlagen hat, und das finde ich auch richtig, ist nämlich genau der zu sagen, dass von dem, was man erwirtschaftet hat, die Kinder über die Zinsen ein Leben lang leben können müssen mit einem relativ durchschnittlichen Gehalt, ohne selber arbeiten zu müssen. Das wären dann vielleicht 4 Millionen Euro oder so, dann könnte man davon leben. Hängt natürlich von den Zinsschwankungen ab. Und ja, und darüber ist es sozusagen, wird es gekappt. Ja, und das macht vielleicht nochmal deutlich, dass es nicht darum geht zu sagen, ganz oder gar nicht, sondern da irgendwie, dann sind es vielleicht ein bisschen mehr, um mit diesen Effekten umgehen zu können. Ein Riesenproblem sind natürlich Familienunternehmen. Ja? Bei Familienunternehmen gehören geschützt. Gleichzeitig haben wir bei Familienunternehmen das Problem, dass auch da das Leistungsprinzip über die Erbschaft oft ausgehebelt ist. Das ist ein sehr gutes Anschauungsmaterial. Gerade die dritte Generation richtet dann leider Familienunternehmen sehr schnell zugrunde, weil eben ökonomische Leistungsfähigkeit offensichtlich nicht hereditär ist, also wird nicht vererbt. Ja, das heißt, da werden diese Unternehmen die falschen Hände vererbt. Und da gibt es Möglichkeiten, mit umzugehen, beispielsweise zinslose Kredite. Und dann kann man schauen, dann muss man sich nämlich selber rational fragen, bin ich in der Lage, dieses Unternehmen zu führen, oder bin ich nicht in der Lage? Und wenn ich nicht in der Lage bin, dann lasse ich lieber die Finger davon. Ja, so kriegen das Leute geschenkt und richten das zugrunde, und es gibt zig Arbeitsplätze verloren, weil sie ja nichts zu verlieren haben. Und auf der Ebene würde ich gerne über die Sachen reden und nicht auf der Ebene Erbschaften ja oder nein, alles besteuern ja oder nein. Das finde ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen konformist. Ja, Zeit ist unser knappstes Gut, deshalb würde ich jetzt vielleicht noch 3 Fragen zusammenfassen. Eine in der Mitte hier. Ja, dann hat sich meine Nase. Wir haben zweimal Leute befragt, die ein Schloss besitzen oder eine Burg und Wald dazu. Wir sind wohnhabend, aber nicht reich. Damit das gemeint, also die 2, 3, die ich jetzt da im Visier habe, die haben einen Cashflow weniger als Sie im Monatnetto zur Verfügung, sind aber auf dem Papier mehrfache Millionär. Und das auch nicht nur in der dritten Generation, sondern in der 10. Generation oder noch länger gehört in die Burg, das Schloss und der Wald. Genauso wie die gesamte Waldwirtschaft. Sie nannten ja auch das Thema Waldwirtschaft. Der Familienunternehmen. In der Waldwirtschaft aber besonders exemplarisch. Jeder, der Wald besitzt, denkt gleich wie bei jedem Familienbetrieb in die 2., 3. und in die nächste Generation hinaus. Wie wollen Sie da das Problem lösen? Und meinen Sie nicht auch, dass man unterscheiden muss zwischen Wohnamt und Reichtum, das was im Netto, dass jemand, der jetzt einen Betrieb hat, zum Beispiel, oder einen Bauernhof, dass das
anders zu bewerten ist als jemand, der Barvermögen hat. Und das ist auch ein schützenswerter Kulturgüter sind. Stichwort den Reichtum Sebastian der Weimarer Republik, Fürsten Alten. Dort, wo man das gemacht hat, ging diese Kulturgüter der Regel verloren. Siehe DDR oder Baltikum. Ja, hier der Mann mit Bart. Ja, also ja, schön. Vielen Dank. Leon Lobeck, mein Name. Ich habe kurz eine Frage. Sie haben ja auch skizziert, also ja, Professor Neuhäuser, tut mir leid, wenn ich Ihnen jetzt nochmal eine Frage stellen muss, aber... Ja, das ist mir, ich beantworte gerne Fragen, das ist halt ein bisschen... den nicht. Ich habe den Herr Zickermann schon öfters live gesehen und auch seine Bücher gelesen, deswegen habe ich da jetzt keine Frage. Sie haben sich auf die Mediendarstellung bezogen und haben gesagt, naja, die Menschen werden ärmer, zumindest relativ dazu, inwieweit andere mehr haben. Also Armut ist für mich erstmal ein ziemlich relativer Begriff. Und man kann statistisch zeigen, dass es den Menschen insgesamt heutzutage so gut geht wie noch nie. Jetzt wäre es ungerecht, wenn ich mich auf Herrn Siedelmann beziehe, der das in seinen Büchern auch teilweise dargestellt hat. Ich beziehe mich jetzt auf Sir Angus Deaton, ist ein britischer Ökonom. Den Menschen geht es doch immer besser. Wo ist denn das Problem, dass andere da mehr haben? Weil von meinem Standpunkt aus, auch vom Grundgedanken, habe ich nur einen Grund und einen Grund alleine, meinem Nachbarn in die Schüssel zu gucken. Und das ist nicht zu gucken, ob er mehr hat als ich, das ist zu gucken, ob er genug hat. So, und sich dann so über den Reichtum, Sie haben sich nicht echauffiert, das wäre das falsche Wort, aber über Reichtum aufzuregen, dass es schädlich für die Gesamtgesellschaft wäre, das finde ich heutzutage im Endeffekt statistisch widerlegt. Wieder Ihre Meinung dazu, das würde mich interessieren. Eine Wortmeldung? Ja, vielen Dank, Karl Brunberg, FDP-Fraktion. Ich bin wahrscheinlich betroffen. Also, subjektiv reich, einer von der AOC reich ist, der weiß, dass er genug hat. Und objektiv auch, vielleicht sogar im neuhäuserischen Sinne schädlich reich, das weiß ich natürlich noch nicht. Von zu Hause aus bin ich Familienunternehmer in 10. Generation, hier und da eben doch hereditär. Und Abgeordneter im Bundestag in 2. Generation. Eine Bemerkung, fangen wir hinten an zum Abgeordneten. Naja, wenn die Congressmen in Washington Millionäre sind, dann hat das zwei Vorteile, dann sind sie ziemlich unabhängig. Erstens in der Finanzierung ihrer Kampagne und zweitens in der Ausübung ihres Mandats. Also man sollte das nicht nur negativ sehen. Was mich stutzig gemacht hat, ist die Zuordnung des Adjektivs gierig auf Reiche. Das sehe ich so nicht auf Reiche bezogen, sondern auf alle Menschen. Das ist sozusagen evolutionsbiologisch disponiert. Menschen sind faul, ängstlich und gierig. Hört sich ein bisschen doof an, aber durchaus ökonomisch. Faul, um Ressourcen zu sparen, alles vor der neolithischen Revolution. Um Ressourcen zu sparen, ängstlich, um Risiken frühzeitig zu erkennen und gierig, um Chancen zu nutzen, insbesondere auch Knappheit vorzubeugen. Das war insbesondere auf Zucker so. Also steckt in uns allen drin und man wird nicht gieriger, wenn man reicher wird. Das ist sicherlich so, kann man es nicht stehen lassen. Was mich gestört hat, ist die Annahme, dass Reiche keine Sozialverantwortung übernehmen oder nicht genügend, woraus sich ja auch die Schädlichkeit von Reichtum dann letztendlich moralisch ableitet. Die USA, die stiften viel, oder wie man die reichen amerikanischen Unternehmer stiften viel. Und die deutschen Familienunternehmer investieren einfach in ihr Familienunternehmen. Ja, und damit binden sie Vermögen in der Sozialpflichtigkeit. Übrigens, als persönlicher Gesellschafter bin ich in der Sozialpflichtigkeit, auch des Grundgesetzes. Da vermisse ich so ein bisschen, dass die Vorstände der Aktiengesellschaften da nicht mit einbezogen wären. Ich habe diesen Vorschlag auch schon mal gemacht, das Grundgesetz in dieser Richtung zu erweitern. Reichtum sollte man ertragen, Reiche auch, sind oft gar nicht so böse, wie man denkt oder so doof. Sie erfüllen wichtige soziale Funktionen, auch Identifikation, Idole, ja, das ist eine Helene Fischer oder ein Fußballspieler, sollte man ertragen. Der Unternehmer, der reich wird, im Schumpeterschen Sinne, der schöpferische Zerstörer, der demokratisiert sehr viel. Das sollte man immer mitdenken. Henry Ford hat das Auto demokratisiert, individuelle Mobilität. Hearst hat Presse, Medien demokratisiert und Steve Jobs das Internet. Überlegen Sie mal, Afrika ohne Handys, ohne Internet auf dem Handy. Ne? Wann hätte Steve aufhören müssen? Wann wäre er schädlich reich gewesen, so schädlich reich, dass man ihm sozusagen sagt, so jetzt gut, ja, mehr nicht.
Was ich hochinteressant fand, ist diese Diskussion um die Märkte. Da ist allerdings ein Problem. Früher gab es Wettbewerb im Markt, deswegen sagt Smith, wir haben kein moralisches Problem, hinterher verdienen sie eh alle nichts mehr, das ist bei den Grenzkosten. Das zählt nicht mehr, wir haben keinen Wettbewerb im Markt mehr, sondern einen Wettbewerb um Markt. Wer als erster da ist, der erobert ein natürliches Monopol. Problematisch, das zwingt Staaten, auch uns im Bundestag, zu Kooperation. Mit Blick auf Klima, würde ich mal sagen, ist das ein gutes Trainingsfeld. Wir sollten zusammenarbeiten. Einfach nur so ein paar Gedanken, ich weiß, es ist ein bisschen lang geraten. Vielleicht doch nochmal eine Frage an Herrn Zittelmann. Gibt es Sachen, die der Markt nicht regeln kann? Also wir haben ja in der Realität, nirgendwo auf der Welt gibt es nicht und gab es kein System, wo man sagt, das ist reiner Kapitalismus, nur Markt oder reiner Sozialismus. Gab es beides nicht. Selbst in Nordkorea gibt es auch Privateigentum, in der DDR gab es auch. Es geht ja immer nur um Mischungsverhältnisse. Also ich stelle mir das so vor wie ein Reagenzglas. Da haben sie Staat drin und da haben sie Markt drin. Und dann guckt man mal, was passiert, ob man mehr Markt oder mehr Staat reingibt. Und das ist meine zentrale These. Das habe ich auch in meinem Buch über den Kapitalismus analysiert. Immer wenn man mehr Markt reingegeben hat in den letzten Jahrzehnten, war es besser für die Menschen. Das haben wir in China gesehen, das haben wir auch übrigens gesehen in Thatcher, wenn Sie angucken, wie Großbritannien in den 70er Jahren war, eine absolute Katastrophe, der kranke Mann Europas. Ja. Das haben wir aber auch gesehen, wenn wir zum Beispiel auch hier in Deutschland mit den Reformen, die Schröder gemacht hat. Also immer, wenn man ein Stückchen mehr Markt reingegeben hat, ist es besser geworden. Und wenn man mehr Staat eingegeben hat, das haben wir das letzte Mal in Venezuela jetzt erlebt, ja, dass das Reagenzglas mehr Staat eingefüllt wurde, dann war es schlechter für die Menschen. Ich bin jetzt kein libertärer Utopist oder so, der sagt, alles muss 100% Markt sein. Soll ich sagen, nur im Moment kenne ich jetzt kein Land auf der Welt, wo ich sagen würde, da gibt es jetzt zu viel Markt und zu wenig Staat. Wenn es irgendwann mal so wäre, dann gibt man wieder ein bisschen mehr Staat rein. Aber im Moment sehe ich die Situation nicht. Ich sehe überall auf der Welt im Moment eher die Tendenz, dass wir überall viel zu viel Staat haben, auch durch die Zentralbanken, durch die Politik, die betreiben, durch immer mehr Regulierung. Und darin sehe ich das Problem und nicht, dass wir zu viel Markt haben. Hat jemand noch etwas auf der Leber, praktisch etwas, was er dringend loswerden muss, oder eine letzte Frage? Jetzt noch der Professor Gessel, der ist nicht von so weit angereist. Sie wollen noch dazu was sagen, zum Markt. Naja, es gab ja viele Fragen und ich dachte immer, Fragen beantwortet man, das habe ich so gelernt von meiner Mama. Und ich meine jetzt ganz kurz, ich bin völlig bei Ihnen, was Forstwirtschaft angeht, dass das schützenswert ist und dass ich denke, dass über so eine Lösung, dass es eben zinslose Kredite gibt, damit das im Familienbesitz bleiben kann. Ich bin auch ein großer Fan dessen, was Milton Friedman negative Einkommenssteuer genannt hat, und das würde ich voneinander entkoppeln. Das heißt, wenn es so ist, dass man so ein Unternehmen führt und da nominell ganz viel Kapital drinsteckt, das aber gar keine Rendite abwirft, negative Einkommenssteuer plus zinslose Kredite für sozusagen diesen Besitz, wenn es einen Vererbungseffekt gibt. Also ich glaube, da gibt es Modelle, wie man das lösen kann. Zu der Relativitätsfrage, das ist natürlich die Kernfrage, ist Arm und Reichtum relativ oder nicht? Und wenn ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb einer Gesellschaft oder über die Zeit hinweg, Sie haben jetzt den Punkt stark gemacht, dass wir doch alle sehr, sehr viel reicher sind, als wir, als die Menschheit jemals war. Und das muss man für den Kapitalismus natürlich sagen. Der Kapitalismus hat die wirtschaftlichen Produktivkräfte entfaltet wie kein anderes Wirtschaftssystem je zuvor. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir weltweit und auch in unserer Gesellschaft im Grunde eine Wirtschaftsleistung erreicht haben, die nicht mehr nur noch gedacht werden kann als, wir machen jetzt immer noch weiter mehr und mehr und mehr, sondern jetzt müssen wir neu darüber nachdenken, wie wir das strukturieren. Das ist meine Perspektive. Und da kommt dann eine andere Perspektive von Relativität und Armut rein, Relativität von Armut und Reichtum rein, nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und da ist es so, dass eigentlich relativ gut untersucht ist, dass nicht nur absolute Armut, also nicht genug Güter haben, um leben zu können, sondern relative Armut im Vergleich zu den anderen schädigende Effekte hat, rein ökonomisch, weil es ganz viele Güter gibt, die positionale Güter sind, aber auch darüber hinaus gesellschaftlich symbolisch, weil es ganz viele sogenannte Statusgüter gibt, ja, also Güter, die anzeigen, ob man zur gesellschaftlichen Mitte dazugehört oder nicht. Und das ist für die Menschen wichtig.
Ja, das können Sie wegreden, so viel Sie wollen. Wenn die Menschen den Eindruck haben, dass sie an diesen Statusgütern nicht teilhaben können, dann fühlen sie sich abgehängt und dann sehen sie sich nicht mehr anerkannt in der Gesellschaft. Das ist klarerweise. Und das ist ein Riesenproblem, das nimmt zu. Sie haben vorhin gefragt, ja, wer kennt denn Reiche? Ja, wer kennt denn hier so richtig viele arme Menschen? Ja, das wäre dann gewissermaßen die Gegenfrage. Und dann ist es so, dass darüber hinaus, und das habe ich ja versucht stark zu machen, ökonomisches Kapital in kulturelles, in Bildungskapital und in politisches Kapital übersetzbar ist. Und da ist die Idee, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Übersetzbarkeit bestimmte Grenzen hat. Ganz werden wir das nie rauskriegen, ja, aber das muss begrenzt werden. Zu Ihrer Perspektive, das kann ich alles gut verstehen. Ich glaube einfach, dass diese Art und Weise, dass immer mehr Märkte oligopole Strukturen annehmen, viel fundamentaler ein Problem ist, als Sie das vielleicht sehen. Ich glaube nicht, dass wir durch eine Kooperation zwischen Staaten alleine das hinkriegen werden. Nochmal möchte ich betonen, dass es mir nicht darum geht zu sagen, dass einzelne Reiche schädlich sind. Also Sie sind nicht, sind kein Schädling, das ist ja auch Quatsch, sowas zu sagen. Ja? Sondern es geht darum, dass die Verteilung von Armut und Reichtum strukturell schädlich ist. Also da muss ich Ihnen auch sagen, man im Moment in Schutz nehmen. Seine These ist in der Tat nicht, dass der einzelne Reiche jetzt böse oder gierig wäre, sondern er macht es immer zur Systemfrage. Ja, und das ist ja meine Kritik. Sie wollen im Prinzip ein völlig anderes System. Ja, vielleicht bleiben wir noch mal ein, zwei Sätze aus Ihrem Buch. Sie sagen zum Beispiel, man müsste die Banken so regulieren, dass sie gezwungen werden, Unternehmen auch dann Geld zu geben, wenn diese nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind. Und das ging deswegen, weil auch die Banken sollten dann auch selbst nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sein. Also das sind einfach irgendwelche, sagen wir, utopischen Modelle, die nichts mit Kapitalismus oder mit einer Marktordnung zu tun haben. Und das ist ja, ich habe Ihnen jetzt auch nicht unterstellt, dass ich sage, Sie wollen jetzt das gleiche System wie in der DDR oder in der Venezuela errichten. Aber Sie wollen ein völlig anderes System. Es geht Ihnen nicht um die Verurteilung der Reichen als Menschen, als Person, sondern es geht Ihnen darum, ein System, das ein komplett anderes ist, wenn ich solche Sachen lese. Das nennen Sie jetzt nicht Sozialismus, aber ich nenne es Sozialismus, weil faktisch ist es Sozialismus, weil Sie sagen, das private Eigentum als Rechtstitel, das gibt es, es wird aber so weit ausgehöhlt, dass praktisch der Einzelne so gut wie keine Verfügungsgewalt mehr darüber hat. Und dann ist es nur noch ein bloßer Rechtstitel. Ja, und das ist ein anderes System dann. Ja, machen wir noch Zeit für. Dann hier war noch eine Frage. Auch ganz hinten ist der Professor Jesse, der hat schon gerade das falsch gemeldet, ist extra. Und mein Doppelgänger hat auch noch. Ja, Eckhard Jesse, TU Chemnitz. Ich habe eine Frage an meine Referenten. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass der Brief der Leistung, der hier auch gefallen ist, der nichts zu tun hat mit Geld, Geburt, Gesinnung, Geschlecht in Deutschland, doch zum Teil negativ besetzt, Stichwort Leistungsdruck oder Leistungsterror, eine Erklärung dafür. Mein Doppelgänger. Zur Zinnmann-Position. Ich glaube, da könnte man auch ausbauen, den positiven Effekt von Reichtum, selbst wenn ich ein reicher Erbe bin, dann liegt das Geld ja nicht bei mir zu Hause unter dem Kopfkissen. Also zunächst erstmal bei einer Lebenserwartung von etwa 85 bis 89 Jahren, da erbe ich das Geld von meinem Vater, also wenn ich 60 bin. Ich habe kein Lebenseinkommen sozusagen davon, da ist dann auch bei mir schon wieder gegen Ende. Dieses Geld liegt auf einer Bank und wird dann eben weiterverliehen. Das generiert bei Familienunternehmern Kredite, dadurch wird wieder etwas geschaffen. Also diese Position sozusagen des Vermögens scheint mir noch in könnte noch ausbaufähig argumentiert werden. Und das andere, die 200-300%, Sie sind dann, Herr Neunhäuser, in Richtung globale Perspektive gegangen. Es ist sicherlich attraktiv, hier vor Mittelschichtstudenten zu sagen, ja, 200%, 300%, aber wenn wir das jetzt europäisch sehen, dann hätten wir schon Leute, die Ihnen jetzt noch zustimmen, schon ein Problem, denn die hätten dann schon 200-300% eines europäischen Medians. Und wenn wir das dann global denken, dann müssten wir hier komplett einpacken. Denn dann sind die Studenten, die draußen demonstrieren gehen für gegen das 1% oder so, die sind das Prozent. Und ob sich der Zittelmann und seine Gang morgen den Ferrari noch kaufen, dann ist das, glaube ich, auch nicht ein Wachstumsproblem. Ein Problem,
aus Ihrer Perspektive ist doch eher, dass sich Afrika in den nächsten Jahren Kühlschränke kaufen wird, Handys kaufen wird, Klimaanlagen kaufen werden, die werden sich Autos kaufen. Das heißt, die werden sozusagen, das frisst Ressourcen und nicht, ob da eine Handvoll Reichen sich noch eine halbe Yacht kaufen. Das sieht dramatisch aus, ist letztlich aber global gesehen überhaupt nicht dramatisch. Wie geht man damit um, dass ganz viele Milliarden von Menschen, zwei, drei Milliarden Menschen in den nächsten 50 Jahren auf ein deutsches Mittelstandsniveau hoch wollen? Können wir denen das verbieten? Sollen wir denen das verbieten? Das wäre die Konsequenz. Also die Frage der Leistungsgesellschaft. Ist Deutschland eine Leistungsgesellschaft und die globale Perspektive bei Arm und Reich? Okay. Zur Leistungsgesellschaft, ich glaube, dass es so ist, also einer meiner großen Helden ist Amartya Sen, Ökonom- und Gerechtigkeitstheoretiker, und der sagt, dass sich Gerechtigkeitsurteile in ökonomischen Fragen immer aus drei Teilen zusammensetzen: Eigentumsansprüche, Bedürfnisansprüche und Leistungsansprüche. Und richtig in den Griff kriegen wir das nur, wenn wir die drei in ein angemessenes Verhältnis zueinander setzen. Und das wäre eine denkbare Erklärung dafür, dass auf eine bestimmte Art und Weise sozusagen es eine Scheu vor dem sogenannten Leistungsdruck gibt. Außerdem ist es so, dass es auch relativ gut untersucht ist, dass es eben Rat Race Probleme gibt. Ich bin an der Universität natürlich selber auch damit konfrontiert worden. Das ist sogar ein sehr gutes Beispiel. Sehen Sie, auf eine Professur bewerben sich 150 Leute. Pro Jahr werden 10 Professuren ausgeschrieben. Wenn man diese Professur nicht bekommt, dann fällt man aus dem System raus, weil es keine dauerhaften Mitarbeiterinnenstellen gibt. Ja? Das ist eine klassische Rat Race-Struktur, die dann tatsächlich einen massiven Leistungsdruck aufbaut, weil man entweder bekommt man das sind aber nur ungefähr 5-8%, oder man fällt ganz raus. Ja? Und solche Strukturen werden aufgebaut, um scheinbar für einen kurzen Zeitraum mehr Leistung zu generieren. Aber das wissen wir inzwischen auch, das geht mit ganz vielen Folgekosten einher, Burnout und so weiter und so fort. Zu der globalen Perspektive, da ist es so, dass ich tatsächlich auch in dem Buch versuche, dafür zu argumentieren, dass wir innerhalb von Gesellschaften diese Frage von relativer Armut und Reichtum annehmen müssen und global auf der absoluten Ebene. Aber wir gehen da schon auf ein riesiges Problem zu. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann ist es so, dass von den 8 Milliarden Menschen, die gegenwärtig auf der Welt leben, ungefähr 1 Milliarde ungefähr dieses Konsumniveau haben, das wir haben. Und dann macht der Unterschied im Konsumniveau von Ihnen und mir auch keinen so großen Unterschied mehr, sondern da ist eine riesige Lücke. Ja? Also wir sind irgendwo da oben und 7 Milliarden sind irgendwo da ganz unten. Ja, und die wollen da auch alle hin. Das heißt, die wirtschaftliche Leistung, die wir bringen müssen, um das allen zu gewährleisten, muss sich verachtfachen. Und dann ist es so, dass wir überhaupt nicht sehen, wie das mit unserer gegenwärtigen Art und Weise zu wirtschaften auch funktionieren soll, ohne massive externe Effekte zu zeitigen. Ja, und das ist etwas, was meiner Meinung nach aber ein zusätzliches Argument dafür ist, zu sagen, dass die Angleichung in beide Richtungen gehen muss. Damit die Angleichung global in beide Richtungen gehen muss, muss meiner Meinung nach die Angleichung innerhalb einer Gesellschaft aber auch zunehmen, weil es sonst so ist, dass sich innerhalb der Gesellschaft verschiedene gesellschaftliche Gruppen schön aus der Affäre ziehen werden und die anderen die Kosten tragen müssen. Das heißt, wir haben einen absoluten Kampf darüber, wer die Verantwortung dafür tragen hat, und dann sehe ich nicht, wie die politische Stabilität aufrechterhalten werden soll. Also ich finde, das ist einfach Teil der Diagnose und die Problembeschreibung ist richtig, aber weiter so scheint mir nicht die richtige Lösung zu sein. Ich sage mal was zum Begriff der Leistung und führe das mal ein bisschen zurück auf das Grundthema, auch auf die Umfrage. Was verstehen Menschen überhaupt unter Leistung? Ja? Und da habe ich einen Begriff geprägt in meinem Buch, ich nenne das Angestellten-Denken. Ich will jetzt keinem hier zu nahe treten, weil ich vermute, die meisten sind Angestellte. Aber Angestellte oder Arbeiter, die haben so die Erfahrung, wenn ich mehr arbeite, dann kriege ich mehr Geld. Also ein Taxifahrer fährt 40 Stunden, dann kriegt er X, und wenn er mehr Geld haben will, fährt er 50 Stunden. Diese Art des Denkens projizieren die Leute danach auf andere. Zum Beispiel, wir haben das bei der Diskussion über die Managergehälter. Da ist ja immer das Argument, es kann doch gar nicht sein, dass der 100-mal so viel verdient wie ein Krankenpfleger oder wie jetzt ein normaler Arbeiter, weil, ja, dann kommt implizit die Vorstellung, weil er arbeitet ja gar nicht so viel länger und so viel härter. Ja, und das ist genau die falsche Fragestellung. Wir haben das auch befragt, wir haben die Leute also befragt,
warum sind Sie der Meinung, dass die Managergehälter zu hoch sind? Und da haben wir zwei alternative Fragestellungen gehabt. Die eine Fragestellung war, dass man sagt, das kann gar nicht sein, dass einer zum Beispiel 300 Mal mehr verdient, weil so viel härter und länger arbeitet er gar nicht. Dem haben die meisten Menschen zugestimmt. Und die andere alternative Antwort war, dass wir gesagt haben, Unternehmen müssen Leute so hoch bezahlen wegen Angebot und Nachfrage, weil sie sonst zu einer anderen Firma gehen oder sie selbstständig machen. Ja? Und das wissen wir ja, dass in bestimmten Bereichen, das Gleiche ist beim Fußball, da ist doch auch nicht so, dass jetzt ein Top-Fußballer 100-mal mehr trainiert oder 300-mal mehr trainiert oder sich 300-mal mehr anstrengt, als der, der in der B-Jugend steht. Sondern das sind einfach seltene Fähigkeiten, seltene Güter, die deswegen anders bepreist werden. Da kommt es auf ganz andere Dinge an. Der Bill Gates, der ist auch nicht deswegen so reich geworden, weil er ein paar hundert Millionen mal länger gearbeitet hat als andere, sondern weil er gute kreative Ideen gehabt hat. Und dadurch ist auch der Jeff Bezos reich geworden, durch gute Ideen. Ja? Und der normale, sagen wir mal, was ich mit Angestellten-Denken bezeichne, der sieht das aber als Schweißprämie. Und deswegen steht er da und sagt, das kann ich doch gar nicht verstehen, warum der so viel mehr verdient. Ja? Weil der schwitzt ja gar nicht so viel mehr, der arbeitet gar nicht so viel länger. Das heißt, die Bestimmungsgründe, wie in so einem Bereich, ob das jetzt Topmanager oder Spitzenfußballer sind, wie da das entsteht, das weiß er nicht. Und Ihre Vorstellung halt ist, das steckt ja auch bei Ihnen drin, deswegen habe ich das vorhin mit den Fußballern angeführt. Sie sagen dann, ja, das ist ja hier geschlechterungerecht, dass die Männer so viel mehr verdienen im Fußball als die Frauen und da muss man was gegen tun. Ja, aber warum verdienen denn die Männer so viel? Weil einfach, das ist der Markt, für den sie ja angeblich sind, weil einfach da viel mehr Werbeeinnahmen erzielt werden, ja, weil da einfach viel mehr Geld verdient wird. Ja, deswegen ist es halt der Markt, der das dann so regelt und bezahlt. Und Sie wollen das außer Kraft setzen und wollen, dass irgendjemand anders, im Zweifel ein Politiker oder ein Beamter, sich hinstellt und sagt, also ich setze jetzt fest, die Frauenfußballer sollen so viel verdienen und die Männerfußballer sollen so viel verdienen, damit die Welt wieder gerecht ist. Und das ist der Unterschied, ja, dass ich sage, ich bin halt schon für eine Marktwirtschaft, wo der Markt sowas bestimmt und nicht, wo der Beamte oder der Politiker sich hinsetzt und festlegt, wer seiner Meinung nach jetzt zu viel oder zu wenig verdient und das dann bestimmt. Sie müssten dann ja auch eine komische Steuer festlegen. Sie müssten ja eine Steuer festlegen, wo drin steht, der männliche Fußballspieler zahlt 80% Steuern und die weibliche Fußballspielerin zahlt 20% Steuern, damit es hinterher nicht mehr der Unterschied so groß ist. Das ist alles, wo ich sage, das hat mit unserer Wirtschaftsordnung ziemlich wenig zu tun, sondern das ist ja der Kernvorstellung vom Sozialismus, der Politiker, der Beamte, der weiß es besser als der Markt. Ich habe zu unserer Debatte noch interessante Zahlen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat nämlich gerade da untersucht, wie die Deutschen das wahrnehmen, die ungleiche Entwicklung der Einkommen in der Gesellschaft. Und die Deutschen sind tatsächlich mehrheitlich der Meinung, dass die Ungleichheit zugenommen hat, was durch den Gini-Koeffizienten zumindest nicht gedeckt ist. In den letzten 12 Jahren hat es nicht mehr zugenommen, aber die Leute denken das. Und Deutschland hat ja heute auch schon eine große Umverteilung über das Steuersystem, also es ist die drittgrößte in OECD-Ländern. Ich glaube, nur Finnland, Frankreich und Belgien waren da vor uns. Aber das Interessanteste war, dass die Umfrage auch dahin ging, ja, wie sollte denn eine gerechtere Besteuerung sein? Und sie haben auch gefragt, was glauben Sie denn, was jemand an Steuern zahlt, der 1 Million Einkommen hat, also der Einkommensmillionär? Und da haben die meisten Leute angenommen, dass der Einkommensmillionär 350.000 zahlt an Einkommenssteuern und als gerecht, also das, was Sie als gerechte Steuer für den Einkommensmillionär formuliert hatten, war, er sollte 400.000 zahlen, also mehr als die vermuteten 350.000. Aber tatsächlich zahlt er schon 460.000, also mehr als die Leute glauben, dass er zahlt. Kann ich mich übrigens mal outen, das ist eine lustige Geschichte bei der Gelegenheit. Ich hatte neulich in Tübingen eine Diskussion mit einer Frau von der Taz, die Antikapitalistin. Und die hat in ihren Büchern geschrieben, immer die Reichen, die zahlen ja kaum Steuern. Das ist ja auch so ein Vorurteil. Und viel zu wenig Steuern. Hier sitzt mein Steuerberater zufällig, habe ich eingeladen, also nicht zufällig, weil ich es eingeladen habe. Da habe ich gesagt vorher, rechnen Sie doch mal aus, in den 15 Jahren, wo ich meine Firma gehabt habe, von 100, was ich in der Firma verdient habe. Erst zahle ich noch Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und später zahle ich noch mal Abgeltungssteuer. Ja? Wie viel habe ich denn in den 15 Jahren Steuern bezahlt?
Sie kann es bezeugen, das war 50% ungefähr, was ich bezahlt habe. Insgesamt, wenn man das zusammenrechnet. Deswegen ärgere ich mich einfach als Unternehmer, wenn immer gesagt wird, ja, die Reichen, die zahlen ja gar keine Steuer, die tun lauter Steuerschlupflöcher gebrauchen. Also wenn jemand diese Steuerschlupflöcher kennt, bitte da sitzt mein Steuerberater und teilen Sie mit. Sie hat sie mir in jahrzehntelanger Beratung nicht zeigen können. Ich weiß nicht, wo die sind. Die gab es früher mal vor Jahrzehnten. Das war Ende der 90er Jahre. Alle längst abgeschafft. Die gibt es gar nicht. Und das sind halt so Vorurteile, die dann in der Bevölkerung umgehen. Ja, die Reichen, die zahlen, die sind Steuertrickser, die zahlen kaum Steuern oder die Steuerschlupflöcher. Also ich kann nur für mich jetzt sprechen. Natürlich gibt es solche Leute. Auf mich trifft zum Beispiel alles nicht zu. Und dass ich dann sage, ich finde es jetzt nicht gerecht, wenn man von Gerechtigkeit spricht, wenn dann Reiche pauschal in so eine Ecke gestellt werden, dass sie keine Steuern zahlen. Ich glaube, das kann auch jeder, der ein bisschen Empathie hat, nachvollziehen. Ich will noch mal eine Sache zum Leistungsbegriff sagen. Die Angestellten und die haben die Physik natürlich auf ihrer Seite, weil Leistung eben Arbeit pro Zeit ist. Und das ist etwas, doch, und das ist etwas, was, glaube ich, für den Leistungsgedanken sehr vieler Menschen eine Rolle spielt. Dass es einzelne Menschen gibt, wie Popstars oder Fußballer oder Fußballerinnen, die da ausbrechen, das ist auch etwas, was von den meisten unproblematisch gefunden wird. Das ist dann halt eine große Ausnahme. Ja, jeder Unternehmer bricht da auf. Ja, genau. Und es ist so, dass eben ansonsten innerhalb der ökonomischen Tätigkeit ganz stark die Meinung vorherrscht, Verdienst beruht auf Leistung in diesem Sinne von Arbeit pro Zeit. Ja, und das Arbeit ist jetzt nicht einfach nur Arbeitszeit, sondern auch schon, ob man gute oder schlechte Arbeit macht. Und das ist da auch sozusagen, dass nicht die gesamte Geschichte ist, das ist etwas, was wir, glaube ich, auch zugestehen müssen. Aber wenn der Eindruck entsteht, dass das zunehmend eine weniger große Rolle spielt, dann ist das so, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die den Eindruck haben, dass ihr Verdienst nicht mehr auf Leistung beruht und das erodiert den Leistungsgedanken. Das ist problematisch und da lasse ich mich auch von jetzt den Zahlen, dass sie sich mit den Zahlen nicht so richtig auskennen, nicht beirren. Ich will vielleicht auch nochmal sagen, zu dieser Rhetorik, ich will ja diese 100% Steuer, das ist richtig, aber ab einem ziemlich hohen Punkt. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, dass der muss politisch festgelegt werden. Ich habe vorhin eine Zahl schon gesagt in Bezug auf die Erbschaftssteuer, dass sie auf jeden Fall jenseits davon liegen muss, dass Kinder individuell, übrigens ist es auch so, das wäre auch eine sehr kluge Idee von John Stuart Mill, es ist nicht so, dass derjenige, der vererbt, besteuert wird, sondern diejenigen, die das Erbe erhalten, haben sozusagen eine Gesamtmenge an Erbschaft, die sie erhalten können in ihrem Leben. Und da ist der Punkt. Und die Idee ist dann zu sagen, dass unterhalb dessen die Progressionskurve sehr, sehr viel niedriger bleibt, als sie gegenwärtig ist. Um genau diesen Leistungsgedanken zu stärken. Also das ist halt, wie gesagt, das grundlegende Missverständnis. Das stimmt, der normale Arbeiter und Angestellter, der hat das so in seiner Vorstellung, wie lange ich arbeite, wie gut ich arbeite und vielleicht noch die Ausbildung, die ich habe, das bestimmte Gehalt, das seine Erfahrung. Aber in der Welt der Unternehmer spielt das auch gar keine Rolle. Gucken sich alle diese Leute an, die sehr reich geworden sind. Alle, nicht weil sie mehr gearbeitet haben, die haben auch mehr gearbeitet. Also es gibt empirische Studien, dass Reiche mehr arbeiten als andere, aber das sind vielleicht 30% mehr. Das kann ja die Unterschiede nicht erklären. Gucken Sie mal, wir waren lange Zeit die reichsten Menschen in Deutschland, die Aldi-Brüder. Wodurch sind die reich geworden? Weil sie so besonders viel gearbeitet haben mehr als alle anderen? Nee, weil sie eine tolle Idee gehabt haben, die Nutzen gestiftet hat für ganz viele Menschen. Dass auf einmal sehr viel mehr Menschen günstig, billig einkaufen konnten. Das war deren tolle Idee. Dadurch genau sind die reich geworden. Oder der Schwarz von Lidl, heute auch einer der reichsten Leute, das war die Idee. Ja? Und das ist deshalb, was viele Menschen nicht verstehen, dass jetzt die Bezahlung nicht eben eine Schweißprämie ist oder so, sondern im unternehmerischen Bereich ist es vor allen Dingen eine Belohnung für gute Ideen. Und zwar, was ist eine gute Idee? Eine gute Idee ist die, die möglichst vielen Menschen nützt. Weil nur dadurch sind ja diese Leute reich geworden, dass sie Unternehmen gemacht haben, die ganz vielen Menschen
Nutzen gestiftet haben. Also wenn man die reichsten Leute heute anschaut, der Bill Gates, wodurch ist der reich geworden? Weil er Nutzen gestiftet hat, weil er Produkte entwickelt hat, die uns heute alle nützen. Wodurch ist der Jeff Bezos reich geworden? Weil er Amazon entwickelt hat als eine Idee, die heute uns alle nützt. Und es war jetzt nicht irgendwie eine Schweißprämie, dass irgendeiner gesagt hat, oh, der hat jetzt so hart gearbeitet, deswegen hat er jetzt 100 Milliarden. Nee, sondern das war einfach eine Belohnung für die Kreativität. Und das ist das, was bezahlt wird. Und das verstehe ich, dass das jemand, der in einer ganz anderen Welt lebt, in der Angestellten- oder Arbeiterwelt, nicht so richtig versteht. Aber das ist der Grund, warum die Unterschiede dann halt so groß sind, weil hier Maßstäbe angelegt werden, die einfach von einem Reich auf den anderen transferiert werden, für den sie überhaupt gar nicht zutreffend sind. Jetzt kommt der Zinnmann-Pfad, aber draußen ist es inzwischen dunkel geworden. Ich glaube, die Natur wird uns dann ein Zeichen geben, dass wir die Debatte beenden sollen. Vielleicht in einem Satz noch. Was würden Sie machen, welches Gesetz würden Sie dem Bundestag vorschlagen, wenn Sie Bundeskanzlerin wären? In einem Satz. Wenn ich Bundeskanzler wäre, was ich vorschlagen würde? Es gibt so viele Dinge dann, ja. Ich würde mal als erstes den Atomausstieg rückgängig machen. Ja, ich habe es ja schon gesagt, Erbschaftssteuer. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ganz herzlichen Dank an die Diskutanten. Ich glaube, es war zu erwarten, dass wir nicht in den großen Fragen zusammenkommen. Ich glaube, wenn ich das mir erlauben darf, zusammenzufassen, das liegt zum einen daran, dass man natürlich über den Ist-Zustand völlig unterschiedliche Meinungen hat. Und das fängt ja schon bei den Begriffen an, wie Leistung, Verdienst, Reichtum und natürlich in der zentralen Frage der Philosophie und auch der Politik, wie kommen Marktergebnisse zustande und ist dieser Prozess gerecht, ja oder nein? Und das ist, glaube ich, der Kern in der Ist-Beschreibung, wo Sie logischerweise nicht zusammenkommen können. Und hat man eine andere Betrachtung des Ist-Zustandes, hat man auch eine ganz andere Philosophie dessen, was sein soll. Und auch da war ja, glaube ich, zu merken, dass Sie eher auf der Abstraktionsebene gearbeitet haben, Herrn Zittelmann dann versucht hat, hier das konkret zu machen und da natürlich dann der Widerspruch entstanden ist und Sie da auch nicht zusammenkommen konnten. Aber ich denke, es war auf jeden Fall eine ganz spannende Diskussion. Vielleicht wären Sie in manchen Fragen zusammengekommen, zum Beispiel in der Frage, welche Unterschiede zu akzeptieren sind. Also Sie haben ja John Stuart Mill erwähnt. Vielleicht wären Sie bei manchen Aspekten von Wall zusammengekommen, dass Unterschiede so lange akzeptabel sind, solange eben die soziale Mobilität und Chancengerechtigkeit gegeben ist. Auch wenn Sie über den Ist-Zustand wahrscheinlich nicht zusammengekommen wären, denke ich, dass es da zumindest mal einen Minimalkonsens vielleicht gegeben hätte, wie auch in der Frage ökonomischer Konzentration, wo wahrscheinlich auch Herr Zittelmann aus marktwirtschaftlicher Perspektive hat er auch gesagt, Reagenzglas, Staat-Privat, die soziale Marktwirtschaft ja auch die Akkumulation von wirtschaftlicher Macht auch kritisiert. Vielleicht hätten wir da auch einige Punkte gefunden, wo sie zusammengekommen wären. Es war abzusehen, dass sie von anderen Ausgangspunkten aus denken. Insofern war es, glaube ich, eine spannende Debatte, die auch, glaube ich, sehr gut moderiert wurde von Herrn Eckert. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank, wie auch an beide Diskutanten, dass sie sich diesem Publikum gestellt haben. Ihnen allen noch einen schönen Abend.